Das, was ich gerade beschrieben habe, hat kein kreativer Bock drauf. Denen geht halt das Herz auf, wenn man ihnen sagt, so, du machst jetzt einen TV-Spot. Und nicht, wenn ich komme und sage, ich brauche 8 Milliarden Assets und sonst wie. Soziodemografische Merkmale reichen eben nicht. Und da ist ja der Klassiker, den man vielleicht auch schon mal gesehen hat irgendwo, ist immer Prince Charles und Ozzy Osbourne. Also wenn jetzt jemand sich Gedanken gemacht hat und sagt, ich brauche jetzt, um diese Marke zu transportieren, ein Foto am Strand. Dann ist es egal, ob ich das jetzt selber geshootet habe mit für Tausende von Euro oder ich habe ein gutes Stockfoto gefunden und kann das verwenden. Saßt ihr auch schon mal in einem Marketing-Meeting und habt euch gefragt, von welchen Abkürzungen diese Person da gerade redet und was diese ganzen Begriffe bedeuten? Mir ging das auf jeden Fall oft schon so, also gerade wenn ich rausgehe aus dem YouTube-Feld. Und offensichtlich geht es anderen auch so. Das hat mir zumindest Timo erzählt, der sich mit Performance-Marketing wahnsinnig gut auskennt und mit dem ich gleich darüber spreche. Und wie wir das aufbrechen können, diese Geheimsprachen auflösen können, das diskutieren wir jetzt. Wir sprechen über heute eines der wichtigsten Themen im Marketing und das ist Performance, weil am Ende wollen wir ja was verkaufen und wer könnte da besser sein als Timo? Der kennt sich nämlich richtig gut mit dem Thema aus und damit ich jetzt nicht versuche, dich vorzustellen, das kannst du viel besser. Timo, erzähl doch mal, warum machst du Performance? Ja, warum ist eine gute Frage. Das kann ich nicht so schnell beantworten. Ich kann dir aber quasi kurz erklären, wie ich jetzt hier heute in diesem Podcast gelandet bin. Ich habe irgendwann mal BWL studiert mit einem Schwerpunkt auf E-Commerce. Das war aber schon so lange her, dass damals gab es noch gar kein E-Commerce. Das war so 2003. Das hat mich aber dann damals durch dieses Studium natürlich in so eine digitale Karriere geworfen, aus der ich auch nie mehr rausgekommen bin. Und habe dann eben verschiedene Stationen hinter mich gebracht, wie klassischerweise ein Online-Shop, war dann bei einem Verlag, habe die große Welt der Verlag und den Struggle der Verlage kennengelernt. Wir haben immer gesagt, das ist ein bisschen wie, du bist ein Flugzeugträger, hast sehr viel Power, aber wenn du irgendwie eine Kurve fahren willst, dann geht's nicht so gut. Ja, und da nach der Station Verlag bin ich bei einem amerikanischen MarTech-Unternehmen gelandet, wo ich erst den deutschen Markt aufgebaut habe und dann am Ende, ich war da eine ganze Zeit, 9 Jahre, war ich verantwortlich fürs internationale Marketing und da, also irgendwo war immer schon Performance, aber ich sag mal, diese 9 Jahre waren sehr prägend. Da haben wir nämlich auch eigene Software entwickelt für Google Ads Kampagnen, Amazon Ads Aussteuerung etc. Haben uns auch weiterentwickelt zu einer Growth Plattform. Aber jede Zeit hat mein Ende und jetzt bin ich seit 2 Jahren bei einer Agenturgruppe, wo ich eben für Partner und Wachstum verantwortlich bin. Und eins meiner Wachstumsprojekte war beispielsweise letztes Jahr eine eigene Performance-Agentur zu gründen. So. Und neben dem, was ich da so gemacht habe, bin ich auch seit 7 Jahren bei der OMR irgendwie einer der Ansprechpartner / Experten für das Thema Google Ads. Und Google Ads ist natürlich irgendwie so das Performance-Ding, was man ja so kennt. Und da durfte ich an OMR Report mitschreiben, durfte die Deep Dives mitgestalten und auch die OMR Academy mitentwickeln zum Thema Google Ads. Wow. Da haben wir uns ja auch kennengelernt über die OMR, also die besten Netzwerker sozusagen. Ich hatte mir damals deinen Deep Dive zum Thema Google Ads angehört, weil das ist für YouTube ja auch nicht unwesentlich. Und das ging natürlich dann deutlich tiefer als das, was wir so jetzt auf YouTube machen können, weil das damals zumindest hier noch von den Ad-Formen ein bisschen eingeschränkter war. Aber es gab da ja wahnsinnig viele Wechsel in den letzten Jahren, in den letzten Monaten durch die eher KI-gestützten Ad-Formen von Google und ich denke, das ist ein Thema, über das wir gut mal sprechen können, weil mich da sehr interessiert, was deine Perspektive dazu ist. Weil ist das nicht eigentlich jetzt so, heutzutage eine Performance-Agentur zu starten, wird man da nicht innerhalb von wenigen Jahren von KI überflüssig gemacht? Ja, wir werden sehen, wie weit man überflüssig gemacht wird, aber ich bin da irgendwie entspannt, weil ich meine, ich mache es ja jetzt, wie gerade gesagt, auch schon eine ganze Weile, deswegen irgendwie so diese Doomsday-Szenarien, wir werden als Menschen nutzlos, die kenne ich ja quasi seit Tag 1 und irgendwie hat sich dann doch wieder rausgestellt, dass man halt dann doch den Menschen und dieses Einordnen und dieses übergeordnete Strategische halt doch braucht und so sehe ich es halt mittlerweile halt auch, es ist halt Performance und die ganzen Tools drunter, die entwickeln sich rasant weiter, aber es braucht halt nach wie vor jemand, der einordnet und sagt, was ist überhaupt unser strategischer Ansatz hier? Und diesen strategischen Ansatz dann zu übersetzen in und auch weiter an KI-Tools zu geben, das ist momentan halt, glaube ich, dann das Entscheidende, was man tut. Es verändert sich dramatisch die Aufgabe des Marketing-Managers, aber die oben drüber oder sie verändert sich halt dahin weiter, dass er halt diese strategische Komponente einfach mitdenken muss mittlerweile. Also vor 10 Jahren konntest du Marketingmanager im Performance-Bereich sein und warst einfach der Zahlen-Nerd, der mit Excel und Skripten und hier rumgeschoben hat.
der ist nicht mehr so von, den gibt es immer noch, aber der ist nicht mehr so notwendig, sondern es ist halt jetzt eigentlich eher ein Marketingmanager, der vielleicht mit einem Geschäftsführer oder mit einer anderen Abteilung reden kann, sagt, guck mal, das sind die Möglichkeiten, die Kennzahlen kann ich zur Verfügung stellen, das ist den Input, den ich von euch brauche und dann können wir gut zusammenarbeiten. Das heißt, es wird weniger die Software bedienen und mehr die richtigen Fragen stellen, die richtigen Entscheidungen treffen, damit man die dann in die Software gibt. Dann ist es ja eigentlich nicht schlecht, dass du jetzt quasi was neu aufgebaut hast, weil ich kann mir vorstellen, dass das schon auch andere Menschen sind, die man dann da jetzt braucht, plötzlich, um sowas zu bedienen, oder? Ja, ich glaube, das ist, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, es gab natürlich Evolutionsstufen des Marketing Managers oder des Performance Managers, dass man, und jetzt ist natürlich so, die einen sind in der Lage zu shiften, die anderen sagen, das ist nicht mehr der Job, den ich mir mal vorgestellt habe. Und so ist es dann diese Entwicklung, die letzten Endes stattfindet. Der eine macht was anderes oder dickt sich dann irgendwo nochmal tiefer irgendwo an ein spezielleres Thema rein. Und andere sehen aber auf einmal eine Chance, die sagen so, hey, ich war nicht der, ich kann vielleicht, ich habe dieses strategische Denken, ich habe die Kommunikationsskills zu vermitteln und auf einmal ist dein Job dann draus geworden für einen. Also ja, es war wahrscheinlich dann schon schön oder es war schön, das quasi von Scratch mit der Erfahrung quasi zu bauen und zu sagen, so machen wir das jetzt hier. Heißt nicht, dass es immer einfach ist, aber es ist auf jeden Fall, in der Theorie ist gut. Performance ist ja erstmal etwas, das Ziel fast jeder Maßnahme ist, die man macht. Ne? Also die Performance kann ja auf etlichen verschiedenen Ebenen passieren. Theoretisch will ich ja auch eine bestimmte Performance erreichen, wenn ich eine Brandkampagne mache. Dann will ich halt eine Performance auf meine Markenwerte oder auf meine Markenwahrnehmung treiben. Also was macht eine Performance-Agentur zur Performance-Agentur versus eine normale Marketing-Agentur, sag ich mal, die jetzt eher so über Inhalte und Co. kommt? Ich glaube, dass an der Stelle, es verschwimmt halt sehr. Also es ist natürlich, wie ja gerade gesagt, ich mache das jetzt schon eine ganze Weile und kann, sage ich mal, auch so auf den Marketingmarkt auch eine Weile blicken. Und ich finde, und gerade auch diese Verlagszeit hat mir da auch spannende Einblicke gegeben. Weil ich meine, jetzt nochmal kurz da zurückgedacht. Verlag, oder wenn du damals denn jetzt, das ist ja heute noch so, wenn du kannst jetzt eine Anzeige in der Zeitung buchen, so, da wird dir auch irgendjemand. Jetzt natürlich vielleicht ein bisschen wild. Ich meine, wir sind ja digital, da können wir jetzt schon ein bisschen bashen, sozusagen. Ha Auch ein Printmedium ist in der Lage, dir vorzurechnen, wie viel es jetzt gebracht hat. Wie gut die Mathematik dahinter ist, ist auf einem anderen Papier. Ja. Und, aber ich glaube trotzdem, dass es halt jetzt, das schon näher zusammengerückt ist, weil sozusagen im Performance-Bereich war es halt immer schon so. Man war zahlengetrieben, man war ergebnisgetrieben, man hat immer geguckt, was ist möglich und was kann ich reporten, was kann ich messen, wie kann ich es dadurch besser machen. Und das ist natürlich eine Sache, die hat sich im normalen Marketing halt auch etabliert. Das, wie du gerade gesagt hast, denn selbst ist es ja heute jetzt auch nicht mehr möglich, dass wenn ich sage, ich bin eine Content-Marketing-Agentur oder ich mache eben nur Content oder dann muss man, hat man auch irgendwo dahinter den Druck zu liefern und zu sagen, guck mal, das war eben Markenbekanntheit, die wir gesteigert haben. Also ich glaube, hier ist eigentlich, das ist sehr nah aneinander gekommen mittlerweile. Weil ein normales Marketing heute halt eben auch nicht mehr über eine gewisse Datenbetrachtung auskommt. Es geht nicht mehr ohne. Wie wichtig ist denn jetzt andersrum gesehen, ne? Also wenn wir sagen, okay, Performance ist eigentlich ein essentieller Bestandteil von jeder Maßnahme, die du machst, weil am Ende geht es uns immer um den Impact. Wie wichtig ist denn auf der anderen Seite die Botschaft, ne? Egal, ob das jetzt ein Video, ein Text und so weiter ist. Also seht ihr in eurer Arbeit denn überhaupt Unterschiede oder geht es letztendlich nur darum, die Daten, ich sag mal, richtig zu interpretieren, gut genug zu targeten und so weiter, um einen Erfolg zu erreichen? Nee, absolut. Ich finde, das ist nämlich auch wiederum eine Sache, dass jetzt sozusagen wiederum der Performance-Teil sich auch dem klassischen Marketing annähern musste, weil gerade auch das, was wir gesprochen haben, so das Werkzeug oder die Tools, die dahinter stecken, die organisieren ja mir den Performance-Teil zu einem großen Grad. Das heißt, was mir bleibt als Marketer, ist ja wieder klassisches Marketing. Ich muss wieder ganz genau wissen, wer bin ich, also meine Markenposition, mein Markenkern, mein Purpose, wie auch immer man es beschreiben will, den muss ich klar definiert haben. Ich brauche klar eine Zielgruppe, die ich ansprechen will, weil die Zielgruppe brauche ich wiederum, ob ich jetzt dann Creatives, die wiederum mit der Zielgruppe und meiner Marke, also es ist wieder das gleiche Spiel. Ich muss wissen, wer ich bin, was ich bin, für wen ich bin und dann brauche ich Ziele und dann kann ich irgendwie Kampagnen bauen. Aber es das heißt, dieser Teil des es ist nicht mehr so, dass der technische Faktor quasi über Erfolg oder Misserfolg, der ist quasi bei allen gleich, weil alle die gleichen Tools nutzen. Das heißt, es wird genauso wieder wichtiges Marketing, was dich dann den letzten, dieses Quäntchen Unterschied letztendlich macht, ist klassisches Marketing. Ist One-on-One-Marketing,
wer bist du und für wen bist du das? Und das musst du gut machen, weil sonst hilft dir kein KI-Tool, hilft dir nichts letzten Endes. Also es kann nicht funktionieren dann mehr. Habt ihr denn tatsächlich das mal getestet mit einem Kunden, also zu gucken, ne, wir nehmen irgendwie, ich sag mal, von der Stange Stockfotos, KI-generierte Texte, was auch immer, im Vergleich zu tatsächlich kreativer Arbeit und konntet ihr einen Mehrwert nachweisen? Ja, das ist, so wie du es gerade beschrieben hast, die Frage, das schließt sich nicht aus, weil ich bin sozusagen KI oder Stock oder KI-Fotos können ja trotzdem, das ist ja nicht der qualitative Unterschied. Also wenn jetzt jemand sich Gedanken gemacht hat und sagt, ich brauche jetzt, um diese Marke zu transportieren, ein Foto am Strand, dann ist es egal, ob ich das jetzt selber geshootet habe mit für Tausende von Euro oder ich habe ein gutes Stockfoto gefunden und kann das verwenden. Fairer das Punkt. Macht nicht den Unterschied. Also deswegen, ich finde so, das Framing, das ist halt, und deswegen würde ich, wenn ich die Frage anders fragen würde, so nach dem Motto, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, würde ich sagen, ich habe jetzt, ist ja klar, also wenn ich jetzt so sagen, was wollen wir denn verkaufen? Lass uns mal kurz ein Beispiel filmen. Nudeln. Also sagen wir, ich bin eine Premium-Nudel aus Italien, die eben das Kilo 3,60 Euro kostet. So. Ja, es bleibt safe for work. Wollte ich nur an der Stelle einmal sagen, auch wenn es um Premium-Nudeln geht. Okay, sorry. Also, wenn ich jetzt diese Premium-Nudel verkaufen möchte und ich habe jetzt irgendwie sehr billige Stockfotos, die vielleicht auch irgendwie jetzt eher Mama Miracoli suggestieren, dann ist es ein Mismatch mit meiner Marke, dann wird es nicht so gut funktionieren. Wenn ich hingegen jetzt aber das, was ich ausdrücken will für diese Marke, für diese Positionierung mit irgendwo hinbekomme, dann wird es besser funktionieren, garantiert. Genau, was ich eher meinte, war jetzt nicht so Stockfoto und Automatisierung und so weiter oder KI gegenüber, ne, kreative Leistungen, sodass das zusammenhängen kann, ist mir klar, aber mir ging es eher so darum, wenn du, Procter hat das ja früher gemacht auf Facebook, ne, so Micro-Targeting, ne, jeder Nutzer, jede Nutzerin bekommt sozusagen so ihr Asset, da kannst du ja nicht mehr mit diesem strategischen Ansatz rangehen und sagen, okay, wir haben unsere Zielgruppe analysiert, wir haben verstanden, die wollen jetzt eher irgendwie Strand sehen und deswegen suchen wir jetzt dieses Strandbild und das erzählt die Szene genauso, wie wir es wollen, sondern würdest du ja hingehen, heutzutage zumindest, und das stark durchautomatisieren. Das heißt, ne, du würdest irgendwie ein automatisches Matching zwischen den Profilen auf der einen Seite und den Assets, die du hast oder die du generierst, auf der anderen Seite herstellen. Und das ist ja so ein bisschen die Verlockung, ne, von KI. Also ich kann jetzt plötzlich diesen ganzen Prozess wahnsinnig individuell gestalten. Also ich kriege, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber haufenweise Werbe-E-Mails, die inzwischen viel, viel personalisierter sind, als sie noch vor 2-3 Jahren waren. Ja. Ob die jetzt inhaltlich viel besser sind, sei mal dahingestellt, aber sind auf jeden Fall sehr viel besser zugeschnitten. Und da hätte mich so interessiert, ne? Also jetzt ganz offen gefragt, also auch wenn ich so einen kreativen Background habe, ist es mir am Ende ja egal. Ich will halt, dass es funktioniert. Ne? Also gibt es da irgendwie eine Tendenz, die du siehst, dass es irgendwie vielleicht auch für Kunden unterschiedlich funktioniert? Also es gibt vielleicht Kunden, für die das eine besser funktioniert oder andere. Hast du damit schon Erfahrung gemacht? Also ich sage, das ist natürlich auch, man kann es ja nicht mehr so allgemein beantworten, aber was zum Beispiel jetzt bei Social Performance schon definitiv sehen ist, dass die Algorithmen oder sag ich mal die Aussteuerung halt so gut ist, dass du im Zweifelsfall vielleicht gar keine Zielgruppe mehr angeben musst, sondern du hast eben starke Creatives und du gibst es einfach, übergibst es und Meta findet zu den Creatives die passende Zielgruppe. Das heißt, dass eigentlich das Creative das Targeting für dich übernimmt an der Stelle? Genau. Zusammen mit Meta. Das musst du aber wiederum richtig machen, weil das kann dir ja keiner abnehmen, was jetzt starkes Creative für dich und deine Premium-Nudeln sozusagen wieder sind. Also deswegen, aber das ist an dem Beispiel, das funktioniert, du musst quasi verstehen, wer bin ich, schon dir auch eine Zielgruppe natürlich überlegen, aber dann nimmst du halt quasi ein Creative und gibst es an Meta und sagst, lauf los und find den Richtigen, der das sehen will. Und das kann dann Meta eben an der Stelle auch. Das ist schon spooky. Also es ist halt wirklich, es ist besser, das so zu machen, als letzten Endes zu sagen, nee, ich habe mir jetzt den 42-jährigen Großstadt-Doppelverdiener No Kids ausgedacht. Der ist wahrscheinlich dann damit dabei. Meta findet den schon auch. Aber das ist halt dann, du musst es nicht mehr machen. Aber das heißt nicht, dass du es nicht machen musst. Du brauchst es an anderer Stelle halt trotzdem wieder diese Zielgruppendefinition, weil das wiederum für deine Marke und das Creative letzten Endes wichtig ist. Also, nee, es ist ja auch eigentlich schlau, weil was weißt du schon heute, also gerade weil du als demografisches Merkmal auch das Alter jetzt mit angesprochen hattest, ne? Also ja. Klassiker ist, ne, du fragst die Kunden, wen wollt ihr erreichen, gebt mir meine Zielgruppe, die sagen, ja, 18- bis 24-Jährige. Ja. Also,
Ah, okay. Und die 18-Jährigen sind noch in der Schule, also manche von denen. Und die Ja. 24-Jährigen haben gegebenenfalls ihre Ausbildung abgeschlossen und sind gerade dabei, ein Haus abzubezahlen. Also, das ist ja irgendwie, was ist das für eine Zielgruppe? Na, und von daher über das Creative zu kommen, hat ja den riesigen Vorteil, dass du nicht assumst, wie die Zielgruppe ist oder was für Charaktereigenschaften die sozusagen haben, sondern du gestaltest etwas, von dem du denkst, dass so der Vibe passt. Und Ja. dann finden schon die richtigen Menschen. Am Ende ist es dir egal, ob es der 42-jährige Doppel Verdiener ist oder der 24-Jährige, der sich gerne fühlen möchte, wie der 42-jährige Doppelverdiener oder umgekehrt. Das ist ganz smart. Und das funktioniert auf YouTube ja auch wahnsinnig gut, ne? Also durch diese Pre-Roll-Ads, die man skippen kann, ist YouTube ja auch ziemlich gut da drin, also ähnlich dann wie Meta, die richtigen Videos den richtigen Leuten auszuspielen, damit jeder unterhalten ist auf der Plattform. Aber würdest du denn dem zustimmen, weil ich finde, das ist ja, da sind wir jetzt schon hinten. Das ist ja schon eine Aussteuerung. Bedeutet ja aber, eins vorne muss ich mir ja trotzdem irgendwann überlegen, ich bin jetzt der Premium-Nudelhersteller und ich muss ein Creative erstellen. Was, wie, wo, was ist der Vibe, den ich irgendwie vermitteln will? Und da finde ich wiederum, es ist wahnsinnig wichtig, eine sehr spezifische Persona sogar zu haben, damit ich einmal irgendwo rausgehen kann, damit ich halt sagen kann, das ist der Vibe und das habe ich mir aufgrund von Daten oder Erfahrung oder Wissen ausgedacht und deswegen habe ich jetzt folgende Creatives mal erstellt und die gebe ich jetzt raus und mit wem die jetzt funktionieren, ist, das ist dann aber halt der letzte Schritt sozusagen. Ja, absolut. Aber ich finde, also ich fand es erstmal interessant, weil meine These ist genau die gleiche, die du auch beschrieben hast. Also, dass diese klassischen Targeting-Möglichkeiten und viele davon werden ja auch immer mehr abgeschafft. Also die KI will ja am liebsten, also die neuen KI-Ad-Formen wollen ja am liebsten, dass du ihnen einfach nur einen Haufen Assets gibst und sagst, vielleicht noch angibst, was das Ziel ist und dann die Augen zumachst. Und unter dem Gesichtspunkt glaube ich auch, dass eigentlich das Targeting über ein Creative, das du erstellst, eine ne große Macht haben kann. Also zumindest, wenn du genug Budget hast, dass der Algorithmus mal ein bisschen testen kann. Und du hast natürlich recht, ne? Also das setzt trotzdem eine Zielgruppenanalyse voraus. Worum es mir eher ging, ist, dass diese klassische Zielgruppenverständnis von du hast ein bestimmtes Geschlecht, ein bestimmtes Alter, halt heutzutage ja einfach nicht mehr so gilt, ne? Also du hast so viele unterschiedliche Lebensumstände. Es gibt irgendwie die 60-jährige Oma, die noch die Welt, oder ja, 60-jährige Oma ist vielleicht jetzt, also heutzutage 80-jährige Oma, die noch die Welt bereist, ne? Und irgendwie ne, die Oma meiner Frau ist in einem Bridge Club und räumt da die ganzen jungen Leute ab und tourt da irgendwie von Wettbewerb zu Wettbewerb. Und dann gibt es irgendwie dafür die anderen, ne, die irgendwie schon sich mit Mitte 30 verhalten, als wären sie eigentlich Spießbürger. Da bist du jetzt aber natürlich bei mir auch natürlich an der Stelle mit diesem Thema Personas. Das ist bei uns in der Agenturgruppe, das ist ein sehr wichtiges, großes Thema für uns, wo wir auch ganz viel Wert drauf legen. Deswegen ist Ja. ja der Klassiker in diesem Beispiel, wie du es auch gerade beschrieben hast, soziodemografische Merkmale reichen eben nicht. Und da ist ja der Klassiker, den man vielleicht auch schon mal gesehen hat irgendwo, ist immer Prinz Charles und Ozzy Osbourne. Weil, hey, Ja. das ist so ein geiles Beispiel dafür, weil die sind ja, also jetzt sind sie beide auch noch mal älter aber sie sind eben gleich alt. Sie sind beides Engländer. Sie haben beide Familien mit irgendwie, glaube ich, gleich viel Kindern. Beide haben sie im Militär gedient. Beide interessieren sich für Musik und so. Ja, okay, aber das sind trotzdem, also jetzt vielleicht sind sie tatsächlich eher näher beieinander, aber sag mal, in ihren 50ern Naja. waren die halt sowas von weit auseinander. Und deswegen gilt es halt darum, die Persona dann auch noch um Merkmale zu erweitern, so was ist denn ihre Sorgen, Ängste, Nöte, wie fit und so, da sind, das ist eine Sache, die uns wichtig ist, dass wir, wenn wir Personas erstellen, dann ist es wirklich, was fährt die Person für ein Auto, wie macht die Urlaub, was sind ihre Love Brands, was sind die Trigger, dass sie jetzt mit dem Produkt überhaupt in Berührung kommen, was sind ihre Ängste, Nöte und so weiter, weil dann kannst du halt erst gutes Marketing und Storytelling machen, weil das ist wiederum auch wichtig für das Creative. Ich hole kurz aus, sorry, weil es Ja, gerade auch die bitte. Oma hat mich gerade getriggert. Wir hatten einen Kunden, der ist halt eben im Fernreisesegment und der eben gerade die sehr aktiven Senioren anspricht. Und da ist es ja genau der Unterschied, wo er dann auch wieder verstehen muss, was, es sind ja nicht alle Omas gleich, die einen sind fitter, die anderen weniger, aber was sind jetzt quasi die, du ansprichst, welches Problem löst du denn für die oder welches Angebot machst du denn denen? Das musst du wiederum an der Persona verstehen, weil dann kannst du es in die Creatives packen, dass du sagst, guck mal bei uns,
Wir haben Spaß, wir sind unterwegs, das ist wild. da ist Abenteuer noch mit dabei und es ist nicht, hey, zurücklehnen und am Pool liegen, sondern es ist gerade, weil es aktive Reisen vielleicht sind, dass du da dann auch die richtige Botschaft eben rüber bekommst. Ja. Ja, ist voll gut. Aber wenn du jetzt mit dieser Persona zum Kunden gehst, viele Kunden wollen ja 18 bis 49, Männlein, Weiblein, alle Einkommensschichten. Wir haben mal so einen Kunden gehabt, der hatte ins Briefing geschrieben, wir wollen Menschen, die Häuser besitzen oder mieten oder in einer Wohnung wohnen oder die besitzen haben. Und das ist halt so, also alle? Außer Obdachlose. Obdachlose wollen wir nicht erreichen. Ja. Ich hatte einen Kunden, der hatte immer so, alle, die Rückenschmerzen haben. So, okay, gut. Sind jetzt auch irgendwie so ein Haufen. Und was unterscheidet denn die jetzt aber so ein bisschen von, ja. Weil ich finde auch, wo es aber gleich ganz, also nur noch mal, um da kurz rumzureiten, wo es ja den Leuten eigentlich schon immer bewusst wird, ist ja so, das Produkt hat ja meistens einen Preis. Und das ist ja genau an der Stelle, fängt es doch schon an, was ist das jetzt für diese Persona? Ist das für die, da muss ich drauf sparen oder das kaufe ich mir einfach? Also daran merkt man doch schon, ob das jetzt, dass es halt einen Unterschied gibt zwischen Menschen, die Rückenschmerzen haben. Weil wenn ich halt jetzt blöd gesagt Rückenschmerzen und ich bin 24 und habe einen Ausbildungslohn von 800 Euro, dann kaufe ich mir halt vielleicht nicht ein teures Produkt für 100 Euro plus. Aber wenn ich hingegen wiederum 42 Double Income No Kids Großstadt, ja, hey, probiere ich einfach mal aus. Schau ich mal. Ja, der Pitch ist ein ganz anderer, das sehe ich ganz genauso. Aber wie geht ihr daran mit den Personas? Also ist es euch wichtig, dass ihr eine klare Persona dann habt oder arbeitet ihr mit mehreren Personas, mit unterschiedlichen Marketing-Messages dann? Im Idealfall ist es so, dass wir mit dem Kunden, also ne, sag mal, ne, was heißt ideal? Doch, wenn der Kunde schon hat, ist es, wenn er schöne Personas hat, die unseren Standard entsprechen, dann nehmen wir die und arbeiten mit denen. Aber wenn nicht, dann ist es unser Ziel und Wunsch, eigentlich mit dem gemeinsam diese Personas zu erstellen. Dann zielen wir eigentlich meistens auf 3, mit denen man erstmal gut arbeiten kann. Die sollen natürlich auch unterschiedlich sein. So, also zum Beispiel auch, keine Ahnung, muss ja nicht vom Kunden reden, aber wir selber in unserer Agenturgruppe, wir haben auch 4 Personas, mit denen wir arbeiten. So, und da ist es dann manchmal auch, das ist eigentlich sehr witzig, oft, wenn ich mit Leuten da natürlich vielleicht spreche, die potenziell Käufer sind. Und ich sage, guck mal, ich zeige dir mal unsere Persona und die sind es dann halt quasi selber. Also wir haben ja quasi eine Persona, die ist so die Marketingmanagerin. So, dann ist die Persona, der ist der Leiter Vertrieb und Marketing. Und dann gibt es noch einen E-Commerce-Manager, mit dem wir arbeiten. So, also diese sind nur die 3 wichtigsten, dann haben wir noch eine 4. Die ist spezieller. Aber dieser Leiter Vertrieb Marketing, der aber auch mal bei einem Unternehmen auch ganz viel von diesem Besitzer drin ist. Und der hat ja Probleme und Anforderungen. Und das verzweifle ich eigentlich ein bisschen an der. Ich hatte so ein schönes Gespräch mit einer über Personas. Und dann habe ich ihr die rausgeholt. Und die so, heißt ja quasi ich. Und ich so, ja. Und dann, guck mal, hier, das sind deine Unsicherheiten. Wir werden jetzt quasi Schwierigkeiten bekommen, dass du das deinem Chef verkaufst bekommst. Weil das ist schwierig. Weil ich habe dich jetzt überzeugt. Du gehst jetzt zu deinem Chef, sagst, ich habe da eine mega Idee. Wir müssen jetzt Personas machen. Und dann sagt der Chef, ja, warum? Jetzt leg doch mal los mit den Kampagnen. Und dann sagt sie, ja, aber ich kann da nicht mit den Kampagnen loslegen ohne die Personas, weil was machen wir für Creatives und was ist überhaupt unsere Botschaft und was ist überhaupt der Trigger? Und ja, so ist es dann auch gelaufen. Okay, das heißt aber im Prozess, ne, also ihr versucht sie zu erstellen oder ihr nehmt euer Standard irgendwie da getroffen wird. Wie oft passiert das, dass die Personas des Kunden schon eurem Standard entsprechen? Sehr selten. Ich hatte neulich einen verrückten Fall, da haben wir an einem Pitch teilgenommen. Da haben wir Personas bekommen, die waren so off, die waren so wild, dass wir einfach hergegangen sind und quasi, wir sind in den Pitch gegangen und sind zurückgekommen und so, ja, also wir haben eure Persona gemacht, wir haben sie nachgeschärft. Und wir haben ihr auch noch eine Frau gegeben, weil die, glaube ich, maßgeblich in der Entscheidungsfindung für dieses Produkt involviert ist. Und es ist leider Gottes doch so, dass es nicht so viel da draußen gibt. Aber das ist halt, sorry, muss ich nochmal, das ist ja oft, es ist gerade mit so diesen Personas und Zielgruppen, das ist genau das, was wir als Marketers halt kennen. Da ist immer so dieses, ja, Zielgruppe haben wir, ja, zeig mal. Und dann kommt halt Quatsch raus. Dann ist aber so, der Haken ist aber trotzdem gesetzt. Und das ist halt, ich weiß auch nicht, das ist das Studium von BWL und Marketing ist dann schon eine Weile her und ich weiß gar nicht, was die da eigentlich machen. Also es ist zu viel Wissen, ist ja nicht falsch, wir haben eine Zielgruppe. Irgendwie steht Zielgruppe drauf und es läuft und wir können irgendwie nicht wirklich damit arbeiten, aber wir haben eine Zielgruppe.
diese qualitative Unterschiede, dass das zu sehen ist, von außen halt schwierig für viele. Ich glaube, das Problem ist, dass irgendwann jeder aufgibt zu kämpfen. Und du fängst halt an damit zu sagen, ey, wir brauchen eine geile Zielgruppe, wir müssen da spitz sein, geschärft und so weiter. Und dann kommt, ja, aber wir wollen doch jetzt ja nicht die Männer außen vor lassen. Ja, dann nehmen wir die Männer damit rein. Ja, aber jetzt machen wir bei 55 Schluss. Was ist denn, also ich bin jetzt 54, ich denke doch nicht, dass ich dann nächstes Jahr ich raus bin aus der Zielgruppe. Ja, ja, komm, dann machen wir sie bis 60 auf. Ne? Und so geht das weiter und wird immer weiter verwässert, bis jeder irgendwie sich da drin wiederfindet und alle irgendwie abgedeckt sind. Und ich glaube, dazu kommt, dass die Agenturen, die oft mit dieser Aufgabe betraut sind, egal ob die dann mit Sinusmilieus arbeiten oder mit welchem Framework auch immer, selten den Job haben, am Ende damit Performance zu bringen oder am Ende damit in irgendeiner Form Ziele zu erreichen. Und es ist halt sehr, sehr einfach, wenn du etwas abgibst, eine Strategie abgibst und dann nicht dafür verantwortlich bist, dass diese Strategie funktioniert, sondern du sagst, Zielgruppe ist erfüllt, Haken auf dem Angebot ist, ne, irgendwie hinter dem Angebot ist gesetzt, wir haben es angeboten, wir haben es geleistet, hier ist die Zielgruppe und es erledigt. Weil warum solltest du kämpfen? Ne? Also wir machen es uns ja auch in Workshops, die wir mit Kunden machen, so schwer mit denen, um YouTube-Konzepte zu ringen, weil wir am Ende es halt dann doch oft umsetzen müssen. Und es nützt mir halt nichts, dass der Kunde gesagt hat, ja, geil, da finden wir uns voll drin wieder. Und ich weiß, es wird halt auf YouTube aber nicht funktionieren. Und die werden dann auf YouTube gehen und dann werden sie nach einem Jahr das Ding einstellen, weil sie sagen, performt halt nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Und ich glaube, das ist der Grund, warum am Ende, ne, wir dann daran müssen wieder, warum ihr dann daran müsst, Zielgruppen nochmal nachzuschärfen, nochmal irgendwie überhaupt herzustellen zum Teil. Ja. Weil wir brauchen es halt für unsere Arbeit. Ne? Kommen wir halt nicht drum rum. Das war bei uns damals übrigens der Grund, warum wir, ne, wir sind ja als eine klassische Filmproduktion gestartet, warum wir überhaupt angefangen haben, eine Agentur zu werden, weil wir gemerkt haben, wir kriegen Briefings, die sind einfach so schlecht, denen fehlt die Strategie, denen fehlt, ne, die Zielgruppe, denen fehlen Ziele, die wissen überhaupt nicht, was sie erreichen wollen. Und wenn wir das nicht leisten, dann machen wir irgendwelche lustigen Videos, aber wir können überhaupt nicht erklären, warum wir die machen, wir können überhaupt nicht messen, ob das erfolgreich ist oder nicht, dann gucken alle Leute darauf, ja, wir haben eine Million Views gemacht, Auch noch ein anderer Aspekt, der auch mit einzahlt, ist nämlich genau, was du gerade gesagt hast. Kürzlich habe ich vom Kunden so eine GfK-Analyse bekommen, ja, wo ich auch gedacht habe, um Gottes Willen, wie kompliziert kann man eigentlich Sachen ausdrucken? Also da habe ich gedacht, aber das ist halt auch genau der Punkt. Die müssen ja gar nicht damit arbeiten, sondern die erfüllen ja eigentlich auch nur das, was vermeintlich der Kunde von denen will, nämlich genau so ein kompliziertes Ding, Pamphlet, weiß ich wie viele Charts und hier und Prozent immer auf fast 2 Komma stellen, wo ich mir denke, hey Leute, also das ist doch, da kann doch auch keiner damit arbeiten, so, also was, das bringt uns doch auch nicht weiter. Und das finde ich halt immer, das finde ich dann schade, wenn dann irgendwie so eine, das ist auch so das, was mir komplett widerspricht, dass man dem Kunden, nur weil wir jetzt vielleicht einen Vorsprung an Wissen haben, müssen wir aber nicht so tun, als ob eine Blackbox und es Magic wäre, sondern es ist doch eigentlich die Schönheit irgendwie da drin, es einfach zu machen, damit es jeder versteht und nicht. Und das ist ja gerade im Performance-Bereich, ist es ja so einfach. Da kann ich auch loslegen und verliere Leute nach 2 Sätzen und die denken so, ich weiß nicht, von was du redest. Aber da hat ja keiner was davon. Aber manche machen sich das immer zu so einer Aufgabe, das alles zu komplizierter zu machen, als es am Ende irgendwie ist. Soll ich noch eins zu den Personas, weil das finde ich nämlich irgendwie auch so, da habe ich wirklich Leidenschaft dafür, ist nämlich, ich habe es halt jetzt schon so oft erlebt, wie schön es aber auch ist für Teams, für Unternehmen, wenn die eben in so einem Workshop gemeinsam mit quasi einem quasi cross-functional, ich weiß gar nicht, wie ich sagen, also mehrere Abteilungen beteiligt sind. Also wenn halt jemand aus dem Kundensupport, der wirklich quasi ganz nah dran ist, irgendjemand aus der Geschäftsführung und jemand, der im Marketing und Vertrieb und alle sitzen zusammen und diskutieren und definieren diese Personas, was die da mitnehmen, aus diesem Sorgen-Nöten-Blickwinkeln, es ist halt genial, weil die können, wenn sie es dann auch machen, die können rausgehen und die können alles, was sie tun. So, machen wir diese Messe, lassen wir auf die Persona schauen. Ist die Persona auf der Messe? Machen wir was auch immer. Du kannst jede Maßnahme challengen gegen deine Persona und sagen, braucht die das? Will die das? Jedes Produktfeature kannst du nochmal dagegen lehnen und sagen, interessiert es denjenigen überhaupt? So, und da steckt so viel Power in diesen Personas, dass ich irgendwie dafür brenne und ich sehe, wie schön es sein kann, wenn gerade diese Diskussionen sind einfach so erhellend für die Beteiligten, dass die rauslaufen und allein durch diesen Workshop schon so viel mitnehmen. Das ist einfach schön. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich spannend, ne? Weil du kommst aus der Perspektive, wo du sie brauchst und das bringt dich dazu, gute und vernünftige herzustellen.
Und die sind natürlich für alles verwendbar, ne? Also alle Dinge, die du strategisch erarbeitest, lassen sich in der Regel von der Plattform weg, auf der du gerade strategisch arbeitest, übertragen auf andere. Es ist ja nicht so, als hätte die Marke eine andere Persönlichkeit, also eine komplett andere Persönlichkeit auf einer anderen Plattform. Und ne, also klar, du kannst natürlich sagen, hey, diese Person erreichen wir am besten auf dieser Messe beispielsweise oder über diesen Kanal. Und die wird wahrscheinlich nicht auf ne, dieser anderen Messe oder auf diesem anderen Kanal erreichbar sein. Aber nichtsdestotrotz hilft die Erarbeitung halt, ja, absolut. Finde ich sehr spannend. Wie geht ihr an die Entwicklung dieser Personas ran? Habt ihr, ich sag mal, 100 Standard-Personas, und dann guckt ihr, welche davon passen zum Kunden? Oder gibt es Parameter, ich sag mal, wie so ein Character-Sheet, bei D&D, wo du dann halt irgendwie guckst, okay, ne, welche Eigenschaften hat die Persona? Wie funktioniert das? Es ist eher der Pen-and-Paper-Ansatz sozusagen. Also wir haben, es ist Workshop und dann ist, es ist, ich sag mal, der einzige große Unterschied zwischen B2B und B2C-Persona ist, glaube ich, noch am, wie nennen, der erste Schritt ist immer ein Clustering. Also wo wir sagen, bei B2B ist es simpel, weil du erstmal über die Titel kommst. Das ist immer das sehr einfach für alle, weil dann sagen, ah, ich hatte es neulich auch ganz spannend, was für einen, haben wir Personas gemacht mit einem Baumesstechnikhersteller. So. Also wir haben dann Personas, aber wir hatten da quasi bei den Titeln gestartet vom Architekten über Bauleiter, über Bauunternehmensinhaber hin zu irgendjemand, der auf einer Behörde sitzt. Also dieses Spektrum an Menschen, aber das ist dann einfach für ein B2B, weil die immer gleich sagen, mit wem hast du es schon zu tun gehabt, mit wem habt ihr es zu tun? Alle droppen ihre Namen rein und dann clusterst du, wen haben wir jetzt da zusammen? Und dann hast du irgendwann. So, jetzt sind es die drei und dann erstellt man die anhand von Factsheets. Wie heißt der? Wo wohnt der? Wie heißt der verheiratet? Was ist sein Einkommen? Und gehst dann halt durch bis hin zu den Qualität, Quantität, Sorgen, Ängste, konservativ, liberal. Also ist, du hast wirklich einen sehr ausgebauten Charakter, der sehr greifbar ist. Das ist dann nachher das Ziel, dass du halt den kannst du dir ausdrucken und hinstellen und mit ins Meeting nehmen als Pappfigur und sagst du so, wir bauen gerade eine neue Webseite, was ist dir eigentlich wichtig? Weil im Zweifelsfall kannst die Persona dir sagen. Also ich finde, das ist nämlich das Schönste, das kannst du an sowas wie Trust-Elementen, das ist nämlich das, du brauchst Trust-Elemente oft. Also sagen wir auf einer Webseite, bei Amazon, in der Werbung ist es ja auch so, was macht, wie können wir das Vertrauen dieser Persona gewinnen? Und das ist halt sehr unterschiedlich, weil er eben unterschiedliche Bedürfnisse hat. Ja, also so Clustering und dann geht's rein in den Character Building sozusagen. Geil. Und wie übersetzt ihr das dann auf Meta und Google? Weil die haben ja nicht alle diese Kriterien, die du jetzt genannt hast. Also ich kann ja nicht nach Ängsten und, also ist vielleicht auch ganz gut so, nach Ängsten targeten oder Sorgen. Ja, aber du hast es, da ist es jetzt, wenn ich es quasi, wir gehen mal zu Google. Wenn du jetzt sozusagen, das fängt ja schon damit an, dass du sagst, ist diese Persona. Wenn du dir quasi jetzt, wir sprechen ja immer von Trigger. Was ist bei dem passiert, dass er jetzt losläuft? Also, und es wäre jetzt zum Beispiel, können wir wieder, müssen wir nicht Kunden oder können uns selber nehmen, weil wir sagen, also, ich habe jetzt quasi unsere Julia heißt sie, die ist die Marketingmanagerin. Was ist der Trigger, wenn es jetzt zum Beispiel um einen Website-Relaunch geht? Da ist sie ja wahrscheinlich selber drauf gekommen. Da kam irgendjemand zu ihr und hat gesagt, hey, Julia, wir machen jetzt einen Pitch für eine Ausschreibung der Webseite, brauchen wir neu. Oder dann ist natürlich die Frage, was, weil, wichtiger Punkt auch noch, also jetzt im B2B-Bereich, da arbeiten wir auch noch mit ICPs, also Ideal Customer Profiles. Also, dass wir sagen, wir kennen auch die Firma, bei denen die dann arbeiten, weil das macht ja auch nochmal einen Unterschied, ob du jetzt bei einem, Klar. also bist, machst du 5 Millionen oder machst du 50 Millionen oder machst du 500 Millionen und hast du eine eigene Marketingabteilung mit 500 Leuten oder 20 oder 5 oder wie bist du da aufgestellt? Und deswegen, das spielt ja auch noch mit rein im B2B. Das heißt, wir wissen jetzt quasi, okay, das ist Julia, die ist Marketingmanagerin, die ist in unserem ICP, ist die Marketingabteilung eher kleiner. Das heißt, da kommt irgendjemand und sagt, wir müssen jetzt mal eine neue Webseite und die weiß gar nichts. So, die weiß aber nicht. Und deswegen, aber das ist ja genau das. Deswegen weiß ich dann aber, nach was sucht sie denn dann? Und ich weiß dann auch, oder ich weiß es nicht, aber ich kann es mir zumindest vorstellen und kann mir dann irgendwie vorstellen auch, nach was sucht sie und was will sie für Antworten haben und wie muss der Prozess dahinter ausschauen? Und so können wir es an der Stelle dann übersetzen für eine Google-Strategie, dass wir sagen, guck mal, das ist jetzt für Julia relevant, das sind die Sachen, die sie sucht. Wir können es aber im Zweifelsfall auch ausschließen, weil wir, wenn wir jetzt zum Beispiel den eins drüber, ihren Chef, der ist vielleicht so, der sagt, der googelt vielleicht einfach gar nicht. Das heißt, wir können, und so könnte man alle Personas durchgehen und sagen, ey, wir können Google erstmal ausschließen, weil nach was sollen die denn suchen? Ich habe es gerade zum Beispiel für ein Startup Personas definiert,
wo wir natürlich sagen, wir hatten so den Fall Deutschland und Amerika als Zielmärkte. Wir haben dann die deutschen Personas sozusagen kreiert, weil wir gesagt haben, es ist gar nicht so weit weg, die dann zu adaptieren für den amerikanischen Markt, weil die Sorgen und Ängste sind dann irgendwie schon mal ähnlich dabei. Aber wir haben halt quasi für Deutschland gesagt, die kennen das Produkt nicht, die können nicht danach suchen. Wir können Google komplett weglassen, weil es sinnlos ist, weil dieses Produkt, weil es so innovativ ist, der hat nichts, nach dem er sucht. Das kann man streichen. Und es ist ja dann auch immer schön, dass man quasi sagt, wir können es sein lassen. Also das ist ja auch eine ganz klare Sache, wo man sagt, müssen wir nicht machen, ist egal. Wir können uns in, oder wiederum in Amerika ist es so, da gibt es ein Alternativprodukt, das kennen die Leute da, da könnte man sich ranflanschen, dass man sagt, da macht Google Sinn, aber nur in diesem kleinen Bereich, wenn die nach dem Konkurrenzprodukt suchen. Also der Prozess, den du jetzt gerade beschreibst, klingt sehr, ich sag mal, vom Gefühl getrieben. Jetzt, also das interessiert mich jetzt, also habt ihr eine Datengrundlage, auf der ihr das basiert? Weil, ne, wenn wir jetzt Julia, die Marketingmanagerin, mal nehmen, die jetzt googelt oder nicht, ich kann natürlich, klar, mir denken, okay, Julia, das Szenario, ich kann es mir vorstellen und sehr kreativ da sozusagen rangehen. Oder gibt es auf der anderen Seite eine Validität, die ihr herstellen könnt? Weil ich mir auch vorstellen kann, dass es ja auch in der Überzeugung gegenüber dem Kunden total helfen kann, zu sagen, na, wir haben uns nicht nur mal Gedanken gemacht, was Julia vielleicht suchen könnte, sondern wir haben mal was auch immer. Ja, ich meine, das ist natürlich Fall zu Fall, aber muss man immer sehen, mit wem man es zu tun hat. Also kann ja sein, dass wir jetzt quasi Kunden... Personas, bei jetzt eher B2C oder was für Kunden oder ist auch egal ob B2B, dass wir Personas erstellen und dann melden wir die Validierung sozusagen nachträglich vor, dass wir sagen, jetzt schauen wir in die Kundendaten und schauen, ob es die Julia bei euch auch gibt, also ob unsere Annahme sozusagen stimmt. Und dann ist nämlich auch das andere Spannende, was du dann wiederum machen kannst, dass du sagen kannst, so, jetzt haben wir uns das angeschaut und haben gesehen, Julia ist, fandet ihr, die wichtigste Persona, aber in euren Kunden ist die nur 15%. 80% ist eben der Peter, den haben wir irgendwie hinterher, deswegen, okay, was machen wir jetzt damit? Ja. Ich glaube, wir konzentrieren uns lieber auf Peter, weil da ist der größere Hebel dahinter. So, also sowas passiert dann. Und dann ist es natürlich aber auch so, wo du halt, natürlich versuchst du halt an jeder Stelle zu validieren, ob das jetzt quasi aufgegangen ist. Es könnte auch simpler sein, dass du sagst, wir haben jetzt nicht so viele Kunden da, es ist B2B, wir haben eine Annahme Julia. Dann wäre jetzt quasi so unser Weg, dass wir gesagt haben, okay, die sucht nach dem und stellt dann eine Anfrage. Dann kannst du ja sozusagen da im CRM auch nochmal im Erstgespräch so, hey, wie hast du uns denn gefunden? Und dann kannst du es halt da auch nochmal validieren und sagst, ah, okay, die Strecke ist hier aufgegangen. Ist halt jetzt auch wahrscheinlich dann nicht viel Daten, aber du hast zumindest die Versuche der Validierung genommen. Wenn du hingegen aber 50.000 Kundendaten im Jahr hast, dann kannst du es auch nochmal ganz anders matchen mit dem, was du gemacht hast. Ja, auf jeden Fall. Also wenn welche Möglichkeiten sind, dieses auch wieder ein Spektrum ausschöpfen, soweit es geht, auf jeden Fall. Ja, total. Also was unser Gedanke jetzt gerade in die Richtung ist, weil wir uns auch logischerweise mit der Validierung davon viel beschäftigen, jetzt auf YouTube bezogen, ist zu überlegen, inwieweit wir quasi Direct Interest und Expanded Interests erstellen können. Also die Idee ist, dass wir auf der einen Seite Annahmen treffen, die recht naheliegend sind. Nehmen wir mal an, ich wechsle mal in den B2C-Bereich kurz rüber, nehmen wir mal Heimwerker oder sowas, ne? Dann kann ich mir halt die 10, 20 YouTube-Kanäle raussuchen, die sich an Heimwerker richten. Jetzt kann ich die Person dann nochmal genauer schärfen und sagen, die haben ein bisschen Erfahrung, die kaufen nicht Bosch Grün, sondern Bosch Blau, ne? Aber und vielleicht Makita und Einhell und Co., aber die gehen jetzt nicht irgendwie hin und bauen irgendwie professionell, sondern das ist schon immer noch Heimwerk. So, ne? Und dann weiß ich, okay, ich habe irgendwie, keine Ahnung, GoTools, Helden der Werkstatt, Jonas, was auch immer. Also so eine Liste an Creatern zusammen. Und dann können wir ja gucken, okay, von den Leuten, die das schauen, was schauen die noch? Wofür interessieren die sich noch? Und dann kann ich anfangen, sozusagen so Expanded Interests zu bauen, um auf Dinge zu kommen, die ich in der direkten Annahme, die halt, ich sag mal ja auch im Zweifelsfall über Studien und so belegt ist, also dass sich ein Heimwerker für Werkzeug interessiert, ist jetzt, glaube ich, nichts, was ich belegen muss mit irgendwie vielen Daten, sondern wenn ich das sozusagen weiß, wie kann ich daraus auf andere Sachen schließen? Und wir sind da noch in den wirklich recht frühen Tests sozusagen, wie nützlich das sein kann, also weil wir es vor allem viel ja auch für dann das Creative benutzen und jetzt weniger für das Ads-Targeting. Aber deswegen interessiert es mich so, ne? Also Customer-Daten zu benutzen, ist natürlich total spannend, vorausgesetzt du hast irgendwie einen Online-Shop, der auch Suchanfragen vielleicht hat, und ich bin auch gespannt, was passiert, wenn sollte es Marken gelingen, ich glaube, das ist die richtige Formulierung, gute Chats einzubauen, also gute Chatbots,
die diese Daten ja auch sammeln können. Ich glaube, dann wird es nochmal spannender, weil im Moment ist es ja so, dass die meisten Suchfelder von Marken halt wahnsinnig dumm sind. Das heißt, du fängst ja nicht an, da drin wirklich Fragen zu stellen, sondern du versuchst in so einem recht, ja, so Command-Line-mäßig irgendwie Produktnamen aneinander zu hängen, in der Hoffnung, dass du dein Ergebnis rausbekommst. Aber es ist ja nicht so, dass du eingibst und sagst, welches Shampoo benutze ich bei trockenem Haar oder sowas, ne? Und ich glaube, diese Daten zu bekommen und dann das zu matchen mit Customer-Daten, das wird dann halt echt spannend. Es ist geil, dass du sagst, wir haben so ein Projekt mit einem Kunden, wo wir in der Tat, ist geil, also ich muss es abstrakt halten, aber wir haben einen Kunden, der hat ein großes Forum, wo er Forumdaten hat, also wo die Nutzer des Produkts sich sehr Ja. fachlich, spezifisch austauschen. Mega. Und das nehmen wir und füttern damit quasi einen potenziellen Chatbot, damit im nächsten Schritt jemand nicht mehr in das Forum gehen muss und sagt, hey, wie mache ich denn das? Sondern der Chatbot kann dir diese Frage beantworten. Und dann kannst du halt, hast du aber auch geile Interaktionsdaten, wo da halt genau das so wäre. Und dann ist im Idealfall auch noch, weißt du auch noch, wer jetzt gerade gekommen ist und welche Frage gestellt hat. Und damit kannst du dann echt coolen Scheiß machen, so. Kannst du es nicht mit Social Engineering auch, also Social Engineering-Taktiken in den Chatbot einbauen, frage ich mich gerade. Also es ist jetzt ein bisschen off-topic, aber dass du kannst ja über bestimmte Fragestellungen wahnsinnig viel über Menschen rausfinden, über ihre Lebenssituation, also du musst nicht fragen, wie alt bist du, sondern ne, also, du kannst ja andere Fragen stellen, die halt so, hey, ich will gerade mal gucken, wie lange es brauchen würde, dir das Produkt zu schicken, hast du mal deine Postleitzahl für mich? Also du kannst ja Gründe finden, ne? Ja, Oder so. Hey, ich habe hier irgendwie einen Captcha für dich. Welches Tier gefällt dir besser? Katze oder Hund? das ist eine geile Idee, aber auch, ich meine, das musst du dir nicht mal selber überlegen, das kann wahrscheinlich in der Tat auch eine KI dir quasi sagen, welche Fragen du wie formulieren solltest. So. Da ist ja auch, das ist auch jetzt off-topic, aber ich glaube, das ist auch noch ein völlig unterschätzter Zweig, an dem man sich ranflanschen sollte, ist nämlich Game Design oder Oh App ja. Designer. Weil die wissen halt wirklich, wie sie uns alle süchtig machen. Und besonders, wie du die Daten ausliest, wie du halt sagen kannst, ja, okay, wenn ich das jetzt, sind die Notifications hier oben oder mache ich das da rein oder mache ich irgendwie das so und so lang und welche Daten muss ich da wie auslesen, um halt das Perfect Experience zu kreieren, dass die Leute irgendwie das tun, was ich will, dass sie tun, nämlich für immer in diesen Apps bleiben. Für immer scrollen, nur eine Handbewegung noch. Forever Ja. scrolling. Ja, es ist richtig. Also ich glaube auch, dass da Marketing ja insgesamt wahnsinnig viel in den letzten 10, 15 Jahren gelernt hat, ne? Von UX-Design, UI-Design. Wenn ich mir überlege, ne? Also genau wie es darum geht, Buttonfarben zu entscheiden, wie kann ich einen Checkout-Prozess so schwellenlos wie möglich machen, dass er sich einfach geil anfühlt. Wie kann ich auch also so ein Reward-System machen, dass wenn dass das Produkt kaufen sich gut anfühlt, obwohl es erst morgen ankommt, solche Geschichten, da kann man wahnsinnig viel ja auch lernen für das eigene, die eigene Werbegestaltung. Ich meine, die Königsklasse wäre ja eigentlich, dass jemand mit deiner Werbung interagiert und dadurch schon einen Reward hat. Das wäre doch eigentlich das Geilste, was du erreichen kannst. Ja, aber ich meine, könnte man ja, ich meine, du könntest vielleicht die Werbung so machen, dass er schon quasi einen Reward hat, mit einfach nur beim Schauen. So, also ich würde sagen, ich habe da echt auch ein Beispiel, wo es mir selber so geht. Wir haben früher bei dem amerikanischen Unternehmen haben wir Asana genutzt. Weiß nicht, ob du jemals Asana genutzt hast. Da ist es ja so, wenn du eine Task erledigst, dann kommt so ein komisches Einhorn über den Screen so. Und jetzt Ah, sind wir halt okay. bei, jetzt nutzen wir Jira und da ist so dann. Und nichts passiert. Und ich finde es so frustrierend. Ich bin auf jeden Fall schon von, ich habe schon unsere Entwickler gefragt, ob wir nicht was customizen können, dass irgendwas passiert. Weil es ist in der Tat absurd. Aber was ich das für, ich hab's, muss es nicht mehr miterleben. Es war dann wirklich so Team schaut auf irgendwie Tasks und sagt, hey, haben wir erledigt. Geil. Wer drückt drauf? Einer drückt drauf. Und das Einhorn fliegt über den Screen und du bist happy. Es ist absurd, aber es ist halt Ja, einfach so. total. Also du musst eigentlich so Slot-Machine-Logiken einbauen. Ja. Und am besten machst du es so, dass nicht bei jeder Task das kommt, sondern dass ein Randomizer drin ist, der es nur bei 3 von 5 Tasks macht, damit du weitermachst. Damit du nicht nach der Task das Gefühl hast, ich habe die Task erledigt, geil, I'm done for today. Sondern da kommen wir jetzt so ein bisschen rein mit, du bist ja nicht selbstständig, aber so fast, ne? Hab ich so rausgehört, als wir vor ein paar Monaten mal gesprochen haben. Deswegen, vielleicht gehst du noch mit, aber ich habe mal mit einem Kollegen gesprochen, der meinte so, ja, er hat jetzt bei sich zum Beispiel Tageslichtlampen ins Büro eingebaut.
und dafür gesorgt, dass ähnlich wie im Casino idealerweise es keine Fenster gibt. Ja. Führt dazu, dass die Leute einfach 2 Stunden länger arbeiten am Abend. Und ich glaube, es so ein bisschen daran erinnert mich, dass das so ein bisschen so diese Mechaniken gibt, die das sehr gamifizieren. Ey, das ist aber in der Tat, also ich meine, jeder, der mal in einem Casino in Las Vegas war, der, und egal wie schäbig die sind, aber eine Sache haben sie auf jeden Fall verstanden. Du bist lost. Du bist da drin lost. Du weißt nicht, wie viel Uhr es ist. Du weißt nicht, wie viel Zeit du da drin verbracht hast. Also die sind wiederum, was Gamification physikalisch oder User Experience auf den Punkt runtergebracht, was sie wollen, dass du tust, da ist schon echt viel möglich. So, das ist echt Wahnsinn. Zurück zum Performance-Marketing. Inwieweit ist die Verkettung auch von verschiedenen Ad-Formaten oder verschiedenen Ads in der Tiefe sozusagen relevant, ne, um diese Kundenreise so komplett zu begleiten? Oder ist es in der Regel so, du schaltest eine Ad und dann kommst du gleich zum Kauf? Ja, nee, also leider sei da selten eine Ad und kauft, ja, also kommt, ist da auch immer eine Frage des Produkts und der Verknappung und der Positionierung etc. Will ich gar nicht abstreiten, dass es möglich ist, aber die Realität, die gängige Realität sieht dann doch anders aus. Und dann, um auch hinzukommen, ich glaube, es wäre eher wieder wünschenswert, dass man wirklich diese Verkettung und Verzahnung und unterschiedlichen Stories, aber da ist, also zumindest unsere Kunden sind da noch nicht. Also wir wären schon so weit, dass wir das könnten, aber haben wir gerade geredet, wenn der Kunde noch nicht mal, bös gesagt, die richtige Personas hat und dann komme ich jetzt und sage, alles klar, so, wir machen jetzt, das ist die Kampagnenidee und die sind ineinander verzahnt und hier sind die Creatives und wir werden das irgendwie dann sehen. Nee. Da sind die lost. Also, und ich finde es aber auch wichtig, das zu sagen, dass das halt noch nicht die Realität ist, weil da haben wir auch alle nichts davon, wenn wir irgendwie in Best Practices, da fällt mir halt original dazu ein. Es ist ja YouTube wunderschön, diese Ad-Sequencing oder Anzeigesequenzfunktion, was es gibt. Mega geil. Jeder versteht sofort, okay, ist ja total, also wer es nicht verstanden weiß, was es ist, ganz kurz. Es ist eben die Möglichkeit, dass man sagen kann, ich habe jetzt von mir aus 5 Ads aneinander oder simpler, 3. So, ich mache eine Teaser-Ad, die irgendwie einfach nur völlig kryptisch vielleicht ist und irgendwas von hier gibt's eine neue Nudelform, irgendwie redet. Und der zweite ist dann nochmal ein Teaser, der sagt, hey, hast du es auch noch nicht? Und in dem dritten kommt dann der Reveal. Und ich könnte es bei YouTube jetzt so machen, dass wenn ich wieder Nudelhersteller bin und ich habe eine neue Nudelform und ich könnte das jetzt so teasern, dass ich 2-mal teaser und dann reveal. Das könnte ich so einstellen, dass der Nutzer das eben so erfährt. Es wäre eine geile Werbe-Experience. Und das ist cool, aber wie zeigt es mir jetzt wiederum YouTube damals, als sie, oder die ganze Zeit, die ist, glaube ich, jetzt down, die Seite, aber es gab so eine Seite, wo die das auch erklärt haben und die verschiedenen Formen des Ad-Sequencing gezeigt haben. Und was waren die Beispiele? Es waren alles Trailer von irgendwelchen Blockbustern, wo natürlich so viel guter Content, Material in 2 Stunden ist, dass man natürlich auch daraus geile Ad-Sequencing bauen kann. Und die Realität ist jetzt halt auch wieder so, dass er, wer hat denn so viel geiles Material oder wer ist denn bereit, jetzt hier irgendwie erstmal ins Blaue hinein zu produzieren, teures Geld in Content investieren, um zu sagen, schauen wir mal, weil dann musst du es halt vorher schon wieder so glatt ziehen und da sind wir schon wieder, ist so ein bisschen dieses Spannungsfeld Kosten der Creatives und Ausspielung und funktioniert da nicht. Also, weil der Punkt, den ich nur machen würde, ist, dass die Realität, die uns oft gezeigt wird an Möglichkeiten, die ist natürlich da, aber wer kann sie wirklich erfüllen, ist dann viel kleiner. Und dann darf man sich auch nicht verrückt machen lassen davon, sondern muss halt eben sein Ding finden, wo man sagen kann, das kann ich leisten und dann so weit ausbauen, wie es halt geht. Google hatte mal ein Beispiel davon tatsächlich. Und zwar mit, ich glaube, L'Oreal. Die haben das da nicht verkettet als Teaser, sondern die haben das erste Video, das sie gemacht hatten, war ein sehr allgemeiner eher Branding-Spot. Und es ging, ich glaube, um Männerhaarpflege. Und die Idee war, die Leute, die den zu Ende geguckt haben, die haben eine höhere Chance, dass sie sich für Männerhaarpflege interessieren. Weil ansonsten wären die in diesem Branding-Ding an irgendeinem Punkt ausgestiegen. Es ging eher um die Marke, eher um das Gefühl und so weiter. Wer das durchgeguckt hat, hat dann Tutorials ausgespielt bekommen. Zum Thema, ne, irgendwie Haarpflege, bla bla bla. Und ja, wer davon dann eins durchgeschaut hat, der hat dann am Ende, wie Tag-on-Spots im Fernsehen, wirklich nochmal den Abverkaufswerbespot gekriegt. Aber erst der, die haben sie sozusagen dann mit Bumpern wahrscheinlich, ne, irgendwie so, hol dir jetzt das Ding für 5,99, so nach dem Motto gemacht. Ja. Ne? Und ich glaube, das funktioniert gut für Marken, die ein Produkt haben. Also wo du nicht Online-Shop, nicht, ne, Amazon 10.000 Produkte, sondern du launchst das neue
iPhone, die neue PlayStation oder ne, das neue Auto oder die neue Nudel und das ist die eine neue Nudel, die du im Jahr launchst und dann gehst du hin und sagst, hier mache ich jetzt einmal, ne, produziere ich den Content darum herum. Und die Kosten für Content-Produktion sind ja geringer geworden. Aber wo ja. wir beim Stichwort sind, dass gerade meine Kamera ausgefallen ist, die Frage vielleicht mal, wie wichtig sind denn auch, ich sag mal, unterschiedliche Medien in der Performance? Also ist der Hauptteil von dem, was ihr macht, halt Text oder Text und Bild? Oder nutzt ihr Videos? Wie sieht das bei euch aus? Ja, es ist an der Stelle ja absolut plattformabhängig. Also es ist natürlich, wenn du jetzt sagst, Google, Search, da kann man erstmal da drauf schauen, sagt, da ist noch Text, ist noch relevant, aber ist halt auch dramatisch im Umbruch mit anderen Kampagnentypen wie Performance Max, die dann dürsten nach anderen Assets wie Bildern und Videos etc. Da ist dann auch, sag ich mal, die Herausforderung jetzt gerade wieder, dass natürlich KI regelt, laut Google, und dann gibt es natürlich die Horrorbeispiele, die du dann siehst, wo man dann sagt, wo jeder natürlich jetzt hier schöne Grüße an Carlo Siebert, aber auch sehr, sag ich mal, missionarisch unterwegs ist und sagt, bitte schaltet automatisierte Asset-Erstellung aus. Auch hier Pro-Tipp für jeden, der in Google Ads kommt, bitte nochmal reingehen und checken, ob ihr automatische Assets-Generierung eingeschaltet habt. Bitte nicht, schaltet das aus, weil es ist noch nicht so weit. Aber da muss man auch wieder aufpassen, ist jetzt noch nicht so weit. Wir kennen ja jetzt auch schon die Entwicklung. Und das ist bei Google oft so. Das ist auch quasi, da darf man sich auch oft nicht verrückt machen lassen. Google bringt ein neues Feature raus, dann schreit erstmal die gesamte Branche, dass es ein Scheiß ist. 3 Monate später wird es besser und ein halbes Jahr später ist es gut. Und dann profitieren die, die jetzt gerade erst einsteigen oder die durchgehalten haben. Also das ist auch immer, da ist wieder der menschliche Faktor vom Anfang, wo man sagen muss, man muss halt dranbleiben, man muss diesen Markt beobachten und sagen, da kann es nicht immer quasi, es geht nicht mehr zu sagen, nee, automatische Assets funktioniert nicht oder Bidding war am Anfang so. Als Google automatisches Bidding implementiert hat, haben alle gesagt, nee, was für ein Quatsch. Also hier, mein Tool, meine Software schlägt es um Längen. Und dann wurde es immer düsterer für all die. Und jetzt nutzt es halt jeder. So, ist so. Und so will, deswegen bin ich immer mit diesen Features, die da reinkommen, immer wieder bewerten, immer wieder auf Neuvorlage und nochmal probieren. Aber zurück. Worauf setzen wir? Es ist natürlich, dass Video funktioniert. Ich glaube, das merkt man ja auch. Da muss man ja nicht nur auf die Welt schauen letzten Endes. Wenn quasi wir irgendwie die Handy-Zombies und dann, wenn der U-Bahn ist und drüber schaut, was schauen die Leute? Die schauen sich ja keine Texte jetzt an, sondern da ist halt quasi Video, dass das funktioniert. Und das ist das, was der Konsument danach durstet. Deswegen, da geht die Welt hin. Das ist sogar schon, eigentlich ist da auch was Verrücktes passiert in letzten, ich weiß gar nicht genau, wann es passiert ist, aber dass Google ja selber sogar mit Bildern schon in den Textanzeigen experimentiert eine ganze Zeit. Also das, was ja eigentlich immer die Bastion war, Google Search ist Text, da sind mittlerweile Bilder dabei. Und jetzt kommen ja das nächste große ist ja, dass die AI-Snippets dazukommen. So, wo, also da ist so viel Bewegung drin, dass man, und dann ist es genau das, wenn irgendwie diese AI-Snippets bei Google, bei Search kommen, dann wird es halt auch, für Google ist es eine riesen Herausforderung, da Werbung reinzubekommen auf eine angenehme Art und Weise und dann ist es halt auch, da wird halt auch ist wiederum umso besser, umso mehr Assets, umso mehr unterschiedliche Assets man zur Verfügung stellen kann, desto mehr kann Google testen und desto mehr finde ich da auch noch mein Plätzchen. Deswegen, es ist eigentlich immer die volle Bandbreite und da ist es natürlich so, es wird einfacher und es wird besser KI gestützt. Da gibt es ja auch die, du hast ja bestimmt Shownotes, ich würde ein so ein Video da dir gerne noch schicken, das kann man sich mal anschauen, das ist so 1,30, wo Google. Das ist natürlich alles immer noch ein bisschen, das ist natürlich overfancy, natürlich ist es noch nicht so weit, aber die Welt wird dahin gehen, wo du sagst, hey, guck mal, ich habe einen Katzenfutterladen und jetzt brauche ich ein Foto von einer Katze, von einer Pflanze und dann kriegst du das Foto und dann sagst du, hier bitte jetzt den Text sagen und dann kannst du sagen, mehr Business-lastig und jetzt hätte ich es auf Spanisch und das ist alles geil und es sieht natürlich in dem Video mega geil aus und da kann ich mir noch mit 3 Klicks auch noch einen Online-Shop bauen. Ist nicht ganz die Realität, aber irgendwann, also wir, Schritt für Schritt, wann das so ist, wissen wir alle nicht, aber es ist auf jeden Fall die Entwicklung, die stattfindet. Also um die Frage nochmal in einem Satz zu beantworten, das Spektrum, alles dürstet nach mehr Assets als Text, es ist Bild, es ist dynamisch, ist natürlich auch das, dass alle Größen und alles muss ja auch verfügbar sein, 1:1 und 16:9 und 9:16, alles muss da sein. Du brauchst alles, damit eben wiederum hier die KI oder der Algorithmus testen kann, wie er will. Und gibt es da gerade jetzt im Videobereich, das ist natürlich jetzt für uns besonders spannend, ich sag mal,
Erfahrungen, die ihr gemacht habt, Best Practices, wo ihr sagt, ne, das funktioniert für euch besonders gut, also vielleicht auch Ad-Formate, die besonders gut funktionieren, um Performance zu treiben? Also ja, ich will vielleicht auch ganz ehrlich darüber reden, dass es halt, wir haben zum Beispiel gerade eine große Herausforderung, ich habe eine Herausforderung mit unseren Kreativen, weil es natürlich auch immer, das ist nämlich, das, was ich gerade beschrieben habe, hat kein kreativer Bock drauf. Also so jetzt mal aus unserer Sichtweise schon, wir haben ja eine Content-Produktion und denen geht halt das Herz auf, wenn man ihnen sagt, so, du machst jetzt einen TV-Spot. Und dann sagen die, ja geil, oh, super. Und dann sind die Feuer und Flamme und dann holst du den Regisseur und den Kameramann und du machst der und wie und was und wo. Da geht denen ihr Herz auf und nicht, wenn ich komme und sage, ich brauche 8 Milliarden Assets und sonst wie und kannst du bitte das und das und das und das und das noch mitdenken. Das ist die Challenge für uns im Moment, dass ich halt, wie bekomme ich es hin bei einer Produktion oder im besten Fall im Vorfeld schon, jetzt eben, dass wir halt sagen, wir machen nicht nur den TV-Spot, sondern wir machen ja eine gesamte Kampagne. Und dann ist es halt auch natürlich die Herausforderung, machen wir das alles oder sind da halt noch 5 Agenturen? Weil der Kunde hat vielleicht, der kommt halt zu uns und sagt, ihr macht den TV-Spot und dann habe ich eine Performance-Agentur und dann habe ich eine Media-Buying-Agentur und dann jetzt die alle an den Tisch zu bekommen, damit die alle sagen können, was sie denn eigentlich wollen, um dann wiederum zu der Produktionsteam zu gehen. So, hier ist eure Liste. Hier ist eure Liste, nicht nur den 25, 30 und 15 Sekunden, sondern dann hätten wir gerne noch. Und da ist halt, da ist, das ist die Diskrepanz an der Stelle. Verstehe, ja, total. Also ich meine, gerade wenn du dann auf mehreren Plattformen bist und du hast dann noch City Lights und idealerweise machst du die Printgeschichten in deinem ehemaligen Verlag noch mit und keine Ahnung was, dann wird das tatsächlich sehr komplex. Und ich glaube, gerade wenn du dann noch eine Ebene darunter gehst und es kleinteiliger wird, ne? Also eine Kampagne ist ja auch immer noch was, also jetzt nicht Werbekampagne, sondern eine, also Gott, das Wort ist auch das gleiche. Mir geht es nicht um die Google Ads Kampagne, sondern mir geht es gerade um die Kampagne. Genau, die Idee, dann ist das natürlich immer total geil, aber ganz vieles von dem, was wir machen im Marketing, ist ja die Butter- und Brot-Fleißarbeit. Ne? Also wir haben zum Beispiel gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben so eine Show für einen Kunden, wo verschiedene Produkte von denen organisch eingebunden sind, weil es geht um Inneneinrichtungen. Kunden, ne, gehen dann irgendwie, also wir richten unterschiedliche Räume ein. Das ist ein bisschen so ein Challenge. Und wir können die Produkte dann unten über die Shopify-Integration oder über den Product-Feed bei Google Ads natürlich irgendwie auch anpreisen sozusagen. Und das funktioniert für uns zum Beispiel super gut in Performance im Videobereich. Also dass du dann halt die richtigen Produkte zu dem richtigen Video einfach mit featurest und das in der Google Ad dann nutzen. Hast du auf der einen Seite so ein bisschen den Branding-Effekt über das Video und auf der anderen Seite kannst du trotzdem tatsächlich die Leute in den in den Warenkorb treiben und dann da Abschlüsse herstellen. Aber ist natürlich der Vorteil, dass ihr macht halt whole. Also du habt quasi dann, ihr macht die Show, ihr könnt die Produkte, könnt die dieses ganze Ding könnt ihr aus einer Hand. Also gerade wie ich es gerade beschrieben habe, ist ja quasi die Schwierigkeit, und es ist ja auch verständlich, dass der Kunde jetzt quasi so aufgestellt ist, wie er aufgestellt ist, dass er sagt, hier, ich brauche jetzt die Content-Produktion ist halt oft entkoppelt von der Performance. Das ist ja mein großes Thema, dass das halt der Fehler ist. Also ich sage, das muss, und das ist nicht einfach, aber das muss man zusammenbringen. Das gilt ja für alle unterschiedlichen Disziplinen. Ne? Also genauso wie die Kampagne entkoppelt ist von Performance und von Content. Und wie du sagst, also keiner geht halt hin und sagt so, wir denken das jetzt mal ganzheitlich und gucken, also nicht keiner. Ne? Es gibt Beispiele, wir haben es zum Beispiel ja für Vattenfall in den letzten Jahren die Kampagnen auch gemacht. Und da haben wir schon geguckt, ne, dass wir produzieren den Spot, wir produzieren die City Lights, wir produzieren die Landingpage mit den Assets dafür. Wir bauen die unterschiedlichen Banner für irgendwelche Bannerwerbung auf Verivox und keine Ahnung was. Es gibt die 15 Tutorial-Videos, die nochmal erklären, wie du die Wallbox installierst oder die Solarpanel in Betrieb ist oder was auch immer. Ja. Und die so alle Fragen dazu beantworten und so. Das gibt es schon, aber es ist halt super, super selten. Weil bei ganz vielen ist es ja auch so, dass es die Abteilungen getrennt sind. Ich glaube, dass tatsächlich da der Schlüssel eigentlich auch ist. Also du hattest es vorhin beschrieben mit euer idealer Kunde, ist vielleicht nicht die 500-Mann-Marketing-Abteilung. Ja. Ja, klar, in der 500-Mann-Marketing-Abteilung hast du halt viel eher, diese 20 Leute sind für TV zuständig, diese 20 Leute sind für Print zuständig. Ja, die reden mal miteinander. Aber keiner hat auch ein Interesse daran, den anderen Geld abzugeben und zu sagen, hey, mein Budget, ja, gar kein Thema. Komm, nimm die aus dem TV-Budget, brauchen wir eh nicht. Ne? So. Ja, voll.
Und das ist wiederum auch die Angst bei unseren Producern wiederum, dass die sagen, die wollen gar nicht noch mehr Leute involvieren, weil dann haben sie wieder Angst, dass ihr Produktionsbudget irgendwo anders irgendwie, dass sie sagen, ja, dann können wir jetzt nicht nach Mallorca fliegen, sondern dann müssen wir nach irgendwie sonst wohin, weil jetzt das einfach nicht mehr aufgeht, weil jetzt quasi die ja auch gesagt haben, wir müssen noch die und die Assets produzieren. Also ich sage ja, das ist das Spannungsfeld, wo man halt irgendwie aufpassen muss wiederum, und da ist wieder, weil gute Marketer heutzutage, der schaut halt, das kann dir keine KI lösen, das kann dir auch kein KI-Performance, sondern das ist wieder das genau, was ich meine, wo halt irgendjemand draufschauen muss und sagt, was machen wir hier eigentlich gerade, ganz abstrakt, ganz oben, und dann die richtigen Entscheidungen sozusagen runterbringt, so. Und das, die irre Herausforderung dabei ist natürlich, dass es so viele Felder sind und so wahnsinnig komplex. Das heißt, eine Person zu haben, die wirklich ein einigermaßen gutes Verständnis dafür hat, die tatsächlich sagen kann, so viel Budget sollten wir in TV stecken, das kostet die Produktion davon, das ist der Creative-Teil, das ist das, was Talent kosten darf, ne? Das ist das, was wir machen, aber gleichzeitig in Online, und ich weiß, was das kostet und so weiter, und die auch eine Wertschätzung für alle diese Kanäle hat. Ich glaube, das ist super schwer, weil du hast auf der einen Seite die Digitalis oder die Social-Leute, die sagen, TikTok ist das Einzige, wir machen eine Million in TikTok. Und dann gibt es den anderen, der halt sagt, so wie ne, du beschrieben hast, so, ey, lass mal einen TV-Spot machen, richtig geil, wir fliegen nach Südafrika und dann brauchen wir dafür eine Mille. Ne? Ach, der Kunde hat zwei, dann nehmen wir 2 Millionen. Ne? Anstatt halt so irgendwie so diese Gesamtsteuerung. Und ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung, weil auch auf Kundenseite du ne, Leute hast, die kommen entweder aus der Klassik oder aus dem Digitalen, die profilieren sich jetzt darüber, dass sie einen neuen Kanal starten oder eine neue Kampagnenart oder wie auch immer. Und wirklich so dieses so ganzheitlich zu denken, ganzheitlich zu betrachten, ist wahnsinnig schwer. Und ich frage mich, ob nicht die KI darin besser werden wird. Also ist klar, dass sie das jetzt noch nicht ist. Aber an sich ist es ein Numbers-Game. Also es ist ja halt wirklich eine Sache, wo es darum geht, ganz kalt, emotionslos zu sagen, wie ist der ROI auf welchem Kanal und bei welchem Media-Spend erreichen wir den idealen Prozentpunkt davon, wo wir sagen, okay, hier ist der, ab da wird der Return schwächer, ab da lohnt es sich eher in Meta zu gehen, ab da lohnt es sich eher. Und das ist doch eigentlich ideal, wenn du deine ganzen historischen Daten da reinschüttest, idealerweise kaufst du dir noch Marktdaten dazu. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das eigentlich... Wollen die Leute das wissen? Ein Freund von mir, der hat bei einer Firma gearbeitet, die genau das gemacht hat, und der hat gesagt, sein größtes Problem war eigentlich das, dass die dann zurückgekommen sind zum CEO und ihm gesagt haben, ja, leider dieses Golfturnier, was du da supportet hast, das ist halt Quatsch. Oder Bannerwerbung im Stadion, wo du die Loge hast im Verein, ist halt Quatsch. Und das ist immer wieder so, das will ja keiner hören, dann ist es lieber wieder so, nee, lass mal lieber, wir wissen genau, was wir tun. Das Szenario war wahrscheinlich, die sind da hingegangen, haben das gesagt und danach hatten sie halt alle keinen Job mehr und damit war die Software auch nicht mehr im Einsatz. Ja, also ich glaube, das hat sich echt nicht durchgesetzt, wenn die halt einfach Wahrheiten ausgespuckt hat, die halt keiner hören wollte, so. Aber ich wollte nur eins sagen, was passt auch dazu, was du gesagt hast, dieses wer ist denn wo, und jeder hat diese eigenen Interessen, was ich auch immer wichtig finde. Also ich habe da gar kein Problem damit zu sagen, dass ich was nicht weiß, aber was ich halt oft, sehr oft erlebe, ist gerade auch in diesen Pitch-Situationen oder, also gerade wenn halt, oder auch, es ist so viel los, es ist, wie du gerade gesagt, es ist so komplex geworden, es ist so kleinteilig geworden, keiner kann alles wissen, es ist unmöglich. Aber dann auch eine Wertschätzung dafür zu haben, dass es halt Leute mit Expertise gibt und man jetzt sich im Zweifelsfall Expertise ja einkauft, um dann auch auf diese Leute zu hören. Aber was ich mir halt eigentlich nur wünschen würde auf allen Seiten, ist so ein bisschen eine Bereitschaft, zusammenzukommen und nicht immer nur so, weil ich habe ja Verständnis dafür, wenn jetzt sozusagen, ich habe kein Verständnis bei uns dafür, wenn ein Pitch reinkommt und die Leute dann sagen, das ist alles Quatsch. Dann sage ich, ja, versetzt euch doch mal auf die andere Seite. Wie oft werden die wohl an einem Pitch beteiligt sein? Ja, auch nicht so oft. Das macht sie ja auch nicht so oft. Das heißt, die haben nicht die Erfahrung, und wenn man, und das ist aber auch genau der Punkt, wo die dann, die müssen aber auch wissen, dass sie halt auch nicht so oft das Ganze machen. Und wir müssen verstehen, dass die das nicht so oft machen und dass wir im Endeffekt alle das, da gibt's kein so macht man's, sondern Marketing und Werbung, da ist so viel, da ist ganz viel richtig, da ist ganz viel falsch, aber es gibt nicht so. Das gibt's halt sehr selten. Und da müssen wir uns, glaube ich, alle, dass man nicht immer so absolute Wahrheiten oder so macht man es und so ist es und ein Kreativbudget muss X von dem sein und was auch immer. Also dass man einfach da ein bisschen zusammenkommt und sagt, so, jetzt schauen wir doch alle gemeinsam drauf, versuchen die bestmögliche Lösung zu bringen, aber auf Augenhöhe miteinander und so. Und nicht immer dieses, du hast keine Ahnung und das macht man so, oder und Geheimsprache dann entwickeln von der GfK, mit der keiner was anfangen kann und so, da haben wir doch alle nichts davon. Das ist absolut richtig und ich glaube, die Herausforderung ist die gleiche, die Politik hat. Keiner will komplizierte Antworten hören.
Alle wollen halt die absoluten Wahrheiten, alle wollen die einfache Lösung. Und am Ende kaufen sie halt von der Partei, die halt hingeht und sagt, ja, was die da machen, ist ja auch scheiße. Wir müssen einfach nur die Ausländer rausschmeißen und dann wird alles besser. So, und das ist, und dann sind alle so, ha, das klingt ja so kompliziert, klingt's ja gar nicht. Ja. Ne? Und dass das totaler Bullshit ist und wir eher, es uns besser geht denn je, wenn wir mehr Talente von außen reinbekommen und was weiß ich was. Also das ist viel zu kompliziert, viel zu differenziert und so weiter. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, mit der wir halt täglich auch zu kämpfen haben, ist, dass Kunden auch die einfachen Antworten schätzen. Und ich glaube, dass du hast total recht, was das auch miteinander angeht, also das Verständnis, also Humility sozusagen zu haben, ne? Zu sagen, nicht ich weiß ja, wie so ein Pitch sein muss, sondern zu sagen, so, naja, die Marke hat zum Beispiel, also die Diskussion haben wir öfter mit Kreativen, die Marke hat ja einen guten Grund, sich schützen zu wollen. Also bestimmte Dinge nicht zu machen. Ich hatte zum Beispiel mal so eine Diskussion mit dem Team, wo es darum ging, ja, der Kunde hat irgendwie jeden Witz, das haben die natürlich nicht so gesagt, die haben jeden Pimmelwitz rausgestrichen. Also die haben dann ein schöneres Wort dafür gefunden, aber faktisch waren es halt so, ne, ich sage, Witze unter der Gürtellinie. Ich weiß so, ich kann es sehr verstehen, dass sie das gemacht haben, weil A, was hat das mit der Marke zu tun? B, wie zahlt es auf deren Werte ein? Oder ne, so, ich verstehe, dass ihr das lustig findet, aber dass die Marke ein Schutzbedürfnis hat, um ihre eigene Marke irgendwie auch sauber zu halten, ist ja irgendwie total nachvollziehbar. Und ich glaube, so diesen Perspektivwechsel, ne, zu sagen, so, wie du gesagt hast, hey, die Marke hat natürlich Wünsche, die wollen natürlich alle erreichen, die wollen natürlich ihr Produkt verkaufen und für die steht nicht im Vordergrund, eine tolle Geschichte zu erzählen, ist total nachvollziehbar. Ich glaube, auf der Seite auch kollaborative, auch zwischen Agenturen zu arbeiten, ist total hilfreich, ne? Weil es nützt niemandem was, dass die Mediaagentur niemandem Einblick in ihre Zahlen gibt, außer dem Kunden in vorgefertigten Reportings, die sehr geschönt sind, ne? Sondern, ja. Nee, wir müssen das sehen, damit wir dann darauf basierend unseren Content zum Beispiel verbessern können oder unsere Performance-Aussteuerung oder wie auch immer, ne? Und auf der anderen Seite, glaube ich, halt auch, dass es uns auch nichts hilft. Und das passiert leider bei Daten, finde ich, ganz oft. Also ich habe die Diskussion auf der anderen Seite dann wieder mit unseren Datenmenschen, also so Data Analysts und Entwickler und so weiter, die halt sagen, ja, das können wir so nicht sagen, weil das ist nicht hundertprozentig richtig oder wir können das nicht, ne, das ist nicht ganz valide, weil die Abweichung ist ja, aber die Indikatoren sind da, unser Bauchgefühl sagt, dass es richtig ist, also lass uns bitte dem Kunden sagen, das ist die richtige Entscheidung und nicht zu versuchen, dem Kunden ein wahnsinnig komplexes Ding greifbar zu machen, wo der Kunde am Ende nur da sitzt und sagt, dann machen wir lieber gar nichts. Ne? Also das nützt ja auch niemandem was und ich glaube, da so diesen richtigen Weg zu finden und auch zu sagen, also Lieblingsbeispiel ist, was kostet der Spaß? Ne? Ist ja so eine klassische Frage, die ich auch Dienstleistern jetzt im Privaten und so weiter einfach gerne als erstes stelle, die ich auch gerne Kunden als erstes stelle, ist, ne, mit was habt ihr, was wollt ihr für uns zahlen, um einfach zu klären, worüber reden wir gerade und wir Deutschen neigen dann, also wobei wir Deutschen gehen da eigentlich noch klar, also ich habe schon inzwischen die Erfahrung gemacht, es ist im europäischen Ausland deutliche Abweichungen gibt, wo das wirklich gar nicht klar geht, solche Fragen zu stellen, aber wo ja ganz oft dann auch Dienstleister sagen, so, ja, es hängt ja ab von ganz vielen Faktoren. So, ja, aber von wie vielen Faktoren kann es schon abhängen? Also, ne, das ist, also, du kannst mir schon sagen, ob das Ding 100.000 oder 10.000 kostet. Und das ist ja das, was dann schon ganz oft hilft. Ne? Und ich glaube so, dass in Bezug auf andere Dinge ist schon total hilfreich, auch dann einfach an manchen Stellen klarer zu werden. Ja, aber sollen wir da noch kurz drüber reden, weil ich finde das nämlich auch spannend, weil ich finde, da gibt es noch die andere Aspekt dazu, wie du gerade gesagt hast. Das ist nämlich genauso, das ist so komisch, weil wir haben es ja, also gerade jetzt im Content-Produktionsgeschehen, es ist ja oft so, dass ich höre es immer so, ich bin ja auch, ich stehe ja zwischen den Stühlen, bin ja quasi zwischen Performance und Content. Aber dass ich also ja die Content, die würden am liebsten, wie viel Budget gibt's? Und dann hat man aber das Gefühl, egal was für eine Nummer kommt, es ist zu wenig. Also so. Und das ist irgendwie, wo ich immer das Gefühl habe, wieso können wir es denn nicht umdrehen? Wieso kann man denn nicht eigentlich erstmal fragen, hey, was willst du denn eigentlich? Und dann machen wir das halt zu einem bestimmten Preis möglich. Oder halt auch nicht. Man kann ja dann auch sagen, das, was du willst, geht nicht zu dem Budget, was du danach auch noch gesagt hast. Also, und was ich auch noch gesagt habe, wenn man das jetzt wiederum als auf Handwerker echtes Leben übertragen würde, wenn jetzt quasi, du holst einen Handwerker und der kommt rein und sagt, so, wie viel Geld hast du denn? Für Heizung sanitär dieses Jahr. Und dann sagt er, Moment mal, warum muss ich das jetzt sagen? Also, du hast doch gar nicht geschaut, was hier kaputt ist. Oder wenn ich dann sage, ja, ich habe 5.000 Euro, und dann sagt er, boah, weiß nicht, ob das reicht. Und ich sage, wir haben doch gar nicht angefangen. Das ist doch verrückt. Ich verstehe es total gut. Ich glaube, der Unterschied ist,
dass du, wenn du über den Handwerker sprichst, über eine andere Art Handwerker sprechen musst. Nicht über den Heizungs- und Sanitärmenschen, der dir deine Heizung repariert, weil das ist ja etwas sehr Konkretes, sondern eher, du gehst zum Tischler und willst einen Tisch haben. Und dann macht es schon einen großen Unterschied, also ob der sagt, hey, pass auf, ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich kann dir einen IKEA-Tisch lackieren, das wird ultra nice aussehen und passt zu deiner Inneneinrichtung, kostet fast nichts. Oder ich gehe hin, ich baue dir das Ding aus Sperrholz und wir lackieren das. Oder ich baue dir das aus Echtholz und dann kannst du noch wählen zwischen Eiche und Mahagoni. Und damit ich irgendwie weiß, ich habe verstanden, du willst einen Tisch und jeder dieser Tische fixt dein Problem, dass du im Moment auf dem Boden isst. Aber ich möchte ja wissen, also es geht ja darüber hinaus. Also du hattest vorhin das Nudelbeispiel mit der Wertigkeit der Stockfotos genommen. Ja. Klar kann ich dir die Idee mit Stockfotos umsetzen, aber vielleicht passt das gar nicht zur Marke. Und das Problem ist, dass was zur Marke passt und was ins Budget passt, zwei völlig unterschiedliche Dinge sein können. Ja. Und du kannst schon eine Idee, also ich bin der festen Überzeugung, dass du die gleiche Idee für sehr unterschiedliche Preise umsetzen kannst. Aber es ist nicht immer der billigste Weg der richtige für den Kunden. Also wenn der Kunde 100.000 Euro hat, um es umzusetzen, macht es Sinn, dass wir überlegen, wie können wir 100.000 Euro sinnvoll einsetzen. Wenn der Kunde sagt, von vornherein reingeht mit 10.000, sage ich, okay, dann ist einmal schon mal klar, wir werden keine Creator vor die Kamera stellen, sondern ihr müsst selber vor die Kamera. Wir müssen das alles an einem Drehtag umsetzen und wir werden nur im Studio drehen, weil ansonsten spielt das Wetter uns und so weiter und so fort. Und dann stelle ich Bedingungen und der Kunde, und es kann aber sein, dass der Kunde halt 50 oder 100.000 hat und dann hätte ich es ihm viel geiler machen können und hätte die Idee einfach für ihn passender umsetzen können. Ich glaube, das ist ein bisschen der tricky Part, weil es schon legitim ist, über eine Preisrange zu sprechen, in der jemand sucht. Ich glaube, das Problem, was wir oft haben, ist in unserem Feld, und das gilt für Handwerker genauso, wir als Konsumenten wissen halt überhaupt nicht, über welche Größenordnung wir sprechen. Also das erleben wir zumindest bei Video ganz oft. Na, wie du gesagt hast, also die Kunden, deine Marketingmanagerin, Persona, hat nicht unbedingt einen Plan von was kostet eine Website eigentlich? Und ich glaube, das ist echt ein tricky Part. Also was ich immer gerne mache, ist zu sagen, pass auf, wenn wir einen Jahr lang Content für euch produzieren, brauchen wir mindestens 150.000 Euro. Und wenn ich mit denen ein bisschen gesprochen habe, dann weiß ich vielleicht auch, okay, das, was die wollen, wird ab 300.000 Aufwärtskosten. Oder denen auch Referenzwert zählen und sagen, hier, ihr kennt diesen Case von uns. Das ist die Range, in der dieser Case möglich ist. Ich glaube, um irgendwie ein Gefühl, was kostet eine Website? 1.000 Euro? 10.000 Euro? 100.000 Euro? Ja, kommt drauf an. Das ist aber auch wieder gut, wenn ihr sagt, dann kommt der Kunde und sagt, ich hätte gerne eine Webseite wie die. Und ihr sagt, okay, die hat halt aber auch richtig viel Geld gekostet. So, das kennt ihr ja schon. Also, ich hätte gerne so einen TV-Spot. Ja, da war jetzt eben Basti Schweinsteiger und es wurde auf Mallorca gedreht. Habt ihr Bock? Wir ja. Ja. Das ist die faire Alternative. Wenn jemand sagt, ich weiß nicht, habe noch kein Budget festgesetzt, dann zu sagen, okay, was gefällt dir an Cases, dann können wir dir sagen, was die kosten. Und das finde ich ist so die einzige Antwort, die ich auch akzeptiere, wenn jemand sagt, wenn wir fragen, so was ist euer Budget? Und jemand, und die andere Sache ist ja auch, Pitchen kostet Geld. Und ich gehe auch nicht los und pitch um irgendwie deinen YouTube-Channel und am Ende sagst du mir, ach, wie viel kostet das? Ja, wir dachten, das kostet 1.000 Euro im Monat. Der Pitch hat 12 gekostet. So, no way, dass wir jetzt einen Kanal für das Geld machen. So, Aber auch das, ich meine, das ist wieder das, selber irgendwie, was weiß ich, was weiß ich nicht, offen miteinander kommunizieren und da irgendwie den besten Weg finden. Weil ich finde, da wird es ja auch so schnell kompliziert, weil dann hast du Schauspieler und hast Buyouts und für wie lange und für welchen Kanal. Und das ist ja genau das, wo man aber halt nicht so, finde ich ja so, ey, Kunde, du bist so blöd, du weißt ja gar nichts und es ist halt so. Deswegen brauche ich eben 100.000 plus oder sonst viel, sondern muss halt sagen, pass auf, das und das sind die Faktoren, die eben mit reinspielen. So wie beim, jetzt als du über den Tisch geredet hast, es war ja auch wieder so super schönes Beispiel, weil es war halt so greifbar, wo halt jeder, der keinen Tischler hast, aber jeder versteht halt sofort, an den Beispielen verstehe ich es. Und jetzt ist natürlich das, was wir tun, vielleicht ein Tick komplexer, weil Buyout, was ist überhaupt ein Buyout? Und es gibt, da ist es dann nicht so griffig, aber am Ende ist es halt auch keine Raketenwissenschaft, was wir machen. Ja, also das ist das, was ich halt meinte mit Initial, was kann schon der große Preisunterschied sein? So, ist die Range wirklich zwischen 10.000 und 10 Millionen? In der Regel kannst du ja sagen,
ab einem bestimmten Größenordnung kriegen wir das als Agentur gar nicht mehr gestemmt. Also ne, ich brauche nicht irgendwie versuchen, jetzt einen Etat mit 10 Millionen zu machen, dann gehen wir pleite. Einfach, weil wir das nicht gesteuert kriegen. So, und gleichzeitig weiß ich auch, ab für 10.000 können wir einen Spot produzieren, aber keinen Kanal. Ne? Und dann macht es auch keinen Sinn, da irgendwie so. Und das heißt, die Range, die grenzt sich ja schon ein und dann trifft man sich in der Regel, finde ich auch. Und es ist absolut niemandem geholfen. Ich habe mal irgendwo in so einem YouTube-Video vor Jahren gesehen, wie so ein Sales-Coach gesagt hat, so, ja, sei auf keinen Fall der Erste, der einen Preis nennt. Und ne, also ich denke so, aber in Realität sagt der Kunde, ich will jetzt einen Preis hören, dann sagst du, nein. Nein, sag ich nicht. Ja, dir mal, ist ja auch schönes YouTube, weil ich meine, hat ja jeder wahrscheinlich gesehen und das ist ja auch gerade in Sales-Kreisen dann immer so ein beliebtes Beispiel, Wolf of Wall Street und verkauf mir diesen Stift. Und da habe ich in einem YouTube-Video nämlich gesehen von eben die Person, die da porträtiert wird, der saß auf einem Podium und dann stand halt auch einer auf und sagt, hier, verkauf mir diesen Stift. Und er sagt, hey, schöne Frage, aber lass mich nur eins klarstellen, dass man Stift auf gar keinen Fall so verkauft, sondern ich würde jetzt quasi fragen, hey, wo kaufst du denn normalerweise deine Stifte? Was sind deine Anforderungen an diesen Stift? Wie oft willst du den benutzen? Wie viele Stifte brauchst du überhaupt? Und das ist halt Sales. Das ist quasi, Sales ist nicht irgendjemanden irgendwas aufzuschwatzen und den quasi zu manipulieren, dass er irgendwo irgendwas unterschreibt, sondern es ist ein Bedarf ermitteln und den dann zu stillen mit einem Win-Win, weil der andere will was, du willst es ihm verkaufen, da will man sich treffen. Wenn das nicht gegeben ist, dann geh woanders hin, verkauf jemand anders einen Stift, jemand, der einen Stift braucht. Das finde ich natürlich auch immer wahnsinnig spannend, wenn ich auf LinkedIn eben, wenn er seinen Job nicht richtig gemacht hat, und es ist natürlich jetzt mir, ich bin quasi diese Rolle bei 5 Agenturen, jetzt 6, und der quasi irgendwie nur 1 gelesen hat und mich dann kontaktiert und sagt, hey, übrigens, ich habe wahlweise irgendwas von den anderen, was er nicht gelesen hat, wo ich denke, der will mir Performance-Marketing anbieten, so, hast du nicht mein Profil, ich habe eine Performance-Agentur, du willst mir Content anbieten, ich habe eine Content-Agentur, was ist doch, also, wie disqualifizieren kann man sich, ja, aber da ist halt, da wird es halt sehr obvious, wie schlecht der seinen Job macht, letzten Endes. Ja, ja, das ist halt dieses Ding, ne, wenn du auf Masse gehst versus halt irgendwie gezielt. Und da, das ist dann wieder so ein bisschen dieser Punkt auch mit, glaube ich, dem Thema, also Performance-Marketing und Targeting und so weiter. Ne? Also wie gestalten wir eine, und dieser Verkettung von Assets, also wie gestalten wir auch eine Reise genauso für den Einzelkunden? Also klar können wir denen nicht recherchieren und sagen, okay, auf LinkedIn habe ich gesehen das. Aber was wir schon machen können, ist vorzuqualifizieren und nicht irgendwie dem sofort den Lachs um den Kopf zu hauen und zu sagen, kauf jetzt meine Fische, sondern halt irgendwie, ne, erstmal zu schauen, interessiert er sich überhaupt für Fische? Möchte der denn gerade sich damit beschäftigen? Ist der gerade in dem Mindset, sich damit zu beschäftigen? Wir haben zum Beispiel das Thema mal gehabt beim Thema Content. Wir haben Videos produziert für Prime Video, eine Reihe zum Thema Anime. Und haben dann eben auch getestet, schalten wir die in dem Kontext von Anime-Videos, also quasi, ne, ein Topic-Targeting, oder gehen wir auf Interessen? Also Leute, die sich für Anime interessieren. Wir haben beides natürlich getestet und haben festgestellt, für das Thema Anime, ganz anders als bei den anderen Themen, die wir gemacht haben, wo immer Interessenstargeting besser funktioniert hatte, hat in dem Fall Topic besser funktioniert. Und dann haben wir kurz drüber nachgedacht und festgestellt, ja klar, die Leute, also jeder guckt halt mal ein Anime oder, ne, also, oder jeder kann ein Anime-Fan sein. Anime-Fan ist keine Persona, aber ich gucke halt nicht in jedem Kontext Anime, sondern ich bin halt jetzt gerade, will ich ein Anime gucken, aber vielleicht bin ich jetzt gerade auf der Arbeit oder jetzt gerade im Bus oder wie auch immer und will nicht, dass irgendwie jemand sieht, dass ich Anime gucke oder wie auch immer. Das heißt, es ist sehr, sehr topic-getrieben, also oder sehr, sehr umstandsgetrieben und nicht so sehr personengetrieben. Und ich glaube, genau das Gleiche ist ja bei unseren Performance-Sales-Ansätzen sozusagen, muss es dann ja genauso sein, ne? Zu überlegen, auch in welchem Szenario will diese Person diese Art von Produkt gerade. Also, wenn du zum Beispiel hier Viagra oder irgendwelche hier Erwachsenenwindeln oder sowas, so, ja, die steuere ich vielleicht nicht aus, wenn die Person gerade irgendwie unterwegs ist oder so, weil dann wird die nicht da drauf klicken, ne, sondern will ich vielleicht halt ganz bewusst, wenn die zu Hause ist und vielleicht irgendwie, ja, in einem WLAN eingewählt. Aber da sind wir halt wieder bei der Persona. Das liest alles aus der Persona letzten Endes raus. Also bei Original, weil du könntest jetzt wieder das, was wir dann schon noch machen, dann machst du im nächsten Schritt, machst du halt vielleicht eine Customer Journey auch noch und überlegst dir so, wie ist es denn? Wo kann ich denn den erreichen? Wo habe ich denn Slots? Und dann kannst du halt sagen, okay, oder ich habe Kanäle und versuche die drauf zu matchen und dann siehst du, würdest du all das sehen, wenn du eine geile Persona hast. So. Und kannst immer noch offen lassen natürlich, dass du dann sagst,
auf dem Kanal kann ich es immer noch offen lassen. Jetzt muss nicht der 42-Jährige oder der 24, den ich mir in der Persona überlegt habe, aber mal grundsätzlich diese Kanalnutzung funktioniert dann aber schon in dem Setup so. Jetzt sind wir haben eine kleine Reise damit geschlagen und du hast eigentlich jetzt den perfekten Bogen geschlagen. So am Ende, ne, geht es wieder darum, wer will wann was? Und das erstmal rauszuarbeiten. Und das ist das, was, ne, für Performance am Ende eigentlich am krassesten Impact bringt. Nice. Gibt es irgendwie so drei Takeaways, wo du sagst, so hey, wenn ihr eure Performance morgen optimieren oder verbessern wollt, so die drei Dinge, die unbedingt gemacht werden sollten? Ob es drei sind, ich leg mal los. Erstens, das Wichtigste ist, werde dir deines Ziels bewusst. Weil es hört sich so banal an. Und das ist aber quasi, nicht jedes Ziel ist ein gutes Ziel. Aber mein Ziel zu haben, ist erstmal der allererste wichtige Schritt. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, das ist auch so, manchmal komme ich mir blöd vor, wenn ich diese Sachen sage, weil irgendwie so, wie lange erzähle ich die schon, aber die sind nach wie vor relevant. Aber es ist halt so, fang an mit einem Ziel. Was möchtest du auf diesem Kanal, egal deswegen Performance, egal welchen, was möchtest du erreichen? Möchtest du, dass die kaufen? Möchtest du, dass die auf die Webseite kommen? Möchtest du nur deine Marke mal quasi in dem sein Gesicht gezeigt haben? So, all good, aber werd dir des Ziels bewusst, weil dann kannst du im nächsten Moment dir überlegen, was ist denn jetzt sozusagen quasi messbar eine KPI, die dir sagt, ob du dein Ziel erreicht hast. Und dementsprechend kannst du dann alles Weitere ableiten. Also sind diese zwei Schritte, Ziel, eine KPI, die dir die Richtung vorgibt, und dann kannst du Repeat machen, weil dann ist es so, bin ich da, bin ich nicht, das ist so Performance in one little nutshell sozusagen. Ja, geil. Ja, aber es ist doch herrlich und ich glaube, das ist tatsächlich... Du hattest selber gerade beim Sprechen das Gefühl, dass es so wahnsinnig naheliegend ist. Und trotzdem ist die Realität ja, dass man immer wieder täglich Kunden begegnet und sich selbst dabei ertappt, dass das nicht feststeht. Also deswegen finde ich es total valide und man muss es dann auch sich selber ja immer wieder in Erinnerung rufen. Deswegen finde ich einen sehr, 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 sehr guten Punkt. Und vielleicht einmal, auch wenn das jetzt gar nicht das Thema war, über das wir gesprochen haben, aber gibt es einen YouTube-Kanal, den du empfehlen kannst? So, der Kanal heißt Veritasium. Ja, Beste. Erkennst du? Ja, klar. Ist ja auch schon so ein uralt Wissenskanal mit großartigen Thumbnails und großartigen Videos. Ja. Und welches Video war es? Es war What Game Theory Reveals About Life, the Universe and Everything. Nice. Ist auf meiner Watch Later Liste. Habe ich noch nicht gesehen. Ist noch nicht so alt, oder? Das Video? 6 Monate. Ah, oh Gott. Dann ist es mir gerade erst vorgeschlagen worden. Aber ja, also das fand ich. Mega-Video, What Game Theory Reveals About Life, the Universe and Everything. Hört sich voll spirituell an, aber ist richtig harte Fakten letzten Endes so. Ja, aber das ist das Ding, ne? Game Theory, das war mir bis vor ein paar Jahren auch nicht klar, hat ja nicht so viel mit Computerspielen zu tun, sondern halt tatsächlich Mann. Einfach mit dem Leben. Also wahnsinnig valider Punkt. Geil, danke für den Tipp. Takeaway von dem ist eigentlich auch was ich hier gesagt habe und auch das, was wir gerade eigentlich machen. Nämlich, am Ende ist kooperative Strategie gewinnt. Und das bedeutet auch das, was wir gerade tun, wir kooperieren. Das ist nicht quasi so, hey, mach dein Ding zu, sondern geh auf andere zu. Das ist das, was langfristig gewinnst du mit dieser Strategie. Und es ist bei allem im Leben, sei es bei Business-Kooperation, auf egal welcher Ebene, mit einer anderen Agentur, mit dem Kunden, Kooperation ist eigentlich in unserer DNA und das Video erklärt, wieso. Nice. Ich bin übrigens der festen Überzeugung, ich habe mal die Theorie gehört, dass der Hauptpunkt, der an der Harry Potter-Welt unrealistisch ist, ist, dass die überhaupt keine funktionierende Society sein könnten, weil sie so wenig mit der Außenwelt kooperieren. Also von daher, wenn euch interessiert, wie Google KI nutzt, um in Zukunft vielleicht es noch einfacher zu machen, Videos zu kreieren, Bilder zu kreieren für Ads, dann schaut mal in den Link in der Videobeschreibung. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und ich freue mich sehr darauf. Bis dann!